Kat, Nimmst du auf? leider tue ich jetzt auf. Hey. Aha, Toni. Jetzt auch. Ja. Dass immer wieder dasselbe Prinzip da ist, auf der unteren Ebene, dein Denken, wenn du schnell denkst. Bei mir ist ja ein Gedanke, wo ich sage, ich schaue weiter und ich habe das 400-Seiten-Buch. Das ist Genau wie, so. es ist so wichtig, dass man das versteht. Wenn ich dich Ja. jetzt sprach, tausendmal erzählt, kannst du rechnen oder lesen und schreiben, sagst du ja. Da Ja. denkst du an nichts. Da ist aber alles, was nötig ist, um lesen und schreiben und rechnen zu können, ist in dem Ja drin. Genau. Und sobald du das jetzt an mitteilen willst, der diese Ebene nicht hat, der nicht auch Ja sagt, Ja. musst du so unendlich viele Worte machen. Ich benutze Ja. mal das Wort für sehr viele Worte machen. Genau. Und dann ist es so schwierig. Und ich habe da immer wieder darauf hingewiesen, dass zum Beispiel so eine Kleinigkeit ist, um die Grundlagen von Holofeeling zu lernen. Das war immer so eine Sache, wenn man zur Schule machen würde, rein hypothetisch. Und man lernt, so wie du einen Beruf lernst, einen ganz normalen Beruf, 4 Jahre Lehrzeit. Wenn wir 4 Jahre von morgens bis abends wie in einer Schule nur dieses Thema aufgreifen würden, beherrschst du das perfekt. Ja, Ja. ja. Ohne Ja. Moraltheologie oder was, dass man nur sich darauf konzentriert. Genau. Und ich habe mehrere Male gesagt, wenn du jetzt als deutsch denkender Geist, als Brösel, wenn du jetzt Türkisch lernen müsstest oder Chinesisch, ich verspreche dir, dir diese Fremdsprachen anzueignen, ist wesentlich schwerer, wie die Vordersprache, die Grundlagen der Vordersprache zu lernen. Genau. Wenn du aber die Vordersprache beherrschst, wird plötzlich alles Einfacher. einfach und logisch. Vollkommen Der Sinn ist klar. es, dass du dich mit nichts mehr reibst, dass ja die Filmmöglichkeiten, die ja im Hintergrund gleichzeitig da sind, was du, wenn eine Brösel, eine Facette in dir auftaucht, dass du definitiv die sofort so anlegst, dass du dich nicht mehr reibst. Egal, ob Ja. du jetzt die positiv oder negativ nur denkst, aber es ist ein Denken, das dich sofort immer wieder in die Mitte bringt. Ja, so ist es. Das spürt man. Weißt du, das Ganze ist ja immer wieder auch so eine Sache mit der Gans. Ich muss ganz kurz einmal den Gematrie-Explorer einschalten, bloß um diese eine Facette darzustellen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Gans mache, das geht ja schon mal, was benutze ich, wenn ich was hebraisiere? Da wir ja verschiedene S haben. Und wir machen jetzt mal die Gans, wir machen einfach, GN ist ja Garn, ist ja der Garten. Ja. Das ist im Klassischen, sagst du mal, die Einfriedung, ein eingefriedetes Gelände. Das kann man positiv und negativ sehen. Und der Garten, da steckt eigentlich schon die geistigen Arten. Atmen. Du kannst aber auch gar lesen, eine fremde Zehn, wenn wir das denn als Zehn lesen. Ja. Eine Genau. fremde Zehn, das ist dein Intellekt, weil das ist ja nicht dein Intellekt, sondern den hast du zwar, den benutzt du zum Denken. Das ist wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Computerprogramm benutzt, dann sagst du, ich benutze, das ist mein PDF oder das ist mein Word-Programm. Aber es ist ja eigentlich gar nicht dein Programm, das ist ja was du bekommen hast. Gegebenes, gegebenes. Gag-Ebenes, da steckt es Yes, in dem genau. Gag eben, steckt es schon schön drin. Und wir machen jetzt einmal das Sein. Ja. Okay? Als Ganz. Und jetzt Ja. kriegst du das große Geheimnis, wenn was ganz ist. Schatzkammer. Die Schatzkammer der Worte. Ja. Ja. Wenn du Genau. das jetzt hier natürlich normal wird man dazu neigen, das doch mal S dran zu machen, dann stellst du fest, das Ganz in der Form gibt es das gar nicht. Ja. Aber es ist dann trotzdem, Geist sein ist Bewusstsein sein. Ja. Genau. Gehirnexistenz ist zwangsläufig was Ausgedachtes. Ach, das. Raumzeitlich Ja. heißt, du nimmst das Gehirn, das du dir ausdenkst, nimm einen gewissen Raum ein. Ja. Und es ist nur in der Zeit, in dem Moment da, wo du dir das ausdenkst. So ist ja. Ich habe das Moment, schau, das wird natürlich ganz heiß, wenn ich jetzt rede. Ich habe so viel gleichzeitig. Was spreche ich an? Ich komme ja nicht weiter. Wir Ja. wissen, dass es ein Fehler, ein Flecken ist, ein Gebrechen, wo ich immer wieder sage, der Geist wird polar. Ja. Aber du musst doch mal auf die andere Seite rüberschauen hier. Jetzt wird der äußere Wert so aufgespannt wissen. Ja. Idee ist aufgespanntes Wissen, das zwangsläufig gespiegelt, aber eine Affinität darstellt, aber im Genau. Verborgenen ist der rote UB. Ja. Das ist das verbundene Wissen. Und das, wenn sich affin aufspannt, wird Ja. es zu einem aufgespannten Wissen.
Und jetzt hast du diese 1-4er-Struktur, unser Einheitskreis, jetzt einmal in allen Dimensionen, der hier sich, jetzt hast du mal in zwei Seiten öffnet. Weißt du, das ist das, das lasse ich ja immer, ich tue so Werte, die man ein bisschen im Kopf hat, aber die haben alle ihren Sinn, wenn für sie, warum gibt es verschiedene verborgene Werte? Das ist vollkommen uninteressant, das würde bloß noch komplizierter werden. Es ist alles perfekt, es geht um eine unendliche Menge, geh einfach den einfachen Weg. Ich verweise diesbezüglich, ich mache mal das wieder zurück, da haben wir jetzt genügend gehabt in die letzten Selbstgespräche. Und wenn du sagst, mit dem Schnellsprechen, das ist die Schwierigkeit, weil ich viel mitteilen will und ich merke, das ist auch ein Lernprozess. Das ist mein schöner hier, den Kienberger, Kien, Chinesisch, Kien, der Berg. Dein ganzes Leben, der Kienberg ist im Berg aufgestiegen. Muss doch auf in die Wand. Mutter der Bube im Berg auf. Der Watzmann. Und da ist es ganz interessant, meine alte Metapher, es gibt viele Arten, einen Berg zu besteigen. SD, die raumzeitlichen Erscheinungen, diese raumzeitlichen Spiegelungen sind ein eigenes. Das ist aber ganz wichtig, es ist immer dein eigenes, es sind zumindest deine Informationen. Es gehört dir. Und du gehörst mir. Das ist der erste Tetraeder, wo wir jetzt immer als Punkt setzen, die 1-4-Struktur, die um uns herum wieder ausgedachte blaue Köpfe setzen, die wieder ihre eigenen Traumwelten sind, die sich aber alle wieder in den allerersten befinden. Also jetzt hast du mal ein ausgedachter blauer Kopf, jetzt bewusst gedacht, dass alles, was in meinem blauen Kopf ist, der auch dann da ist, wenn ich ihn nicht denke, weil ich ja eigentlich im Roten sich das abspielt. Es spielt sich ja in dem ab, der vor dem Bücherregal steht. Es spielt sich aber erst dann etwas ab, aufgespanntes Wissen, wenn er ein Programm hat, ein blaues Ich kriegt, das mit dem blauen Kopf verbunden ist. Das wären passifizierte Informationen. Und jetzt der Berg ist ja Haar, HR. HR ist eine wahrgenommene Berechnung oder der Quintessenzkopf. Da haben wir wieder den roten Kopf, wenn wir H als die Quintessenz und das R als den Rosch, den Kopf nehmen, dann ist es der Quintessenzkopf als Symbol. Oder der wahrnehmende Kopf, der blaue Kopf, was natürlich nur die persönliche Logik ausmacht. Das ist Berg wiederum, das deutsche Wort BRG heißt immer Wachten, Geist. Ich kann auch immer weckten Geist sehen, weil jetzt bin ich schon in eine Ecke, in eine Tetraeder-Ecke mich reingedacht. Und jetzt habe ich gesagt, es gibt verschiedene Arten, einen Berg zu besteigen. Es gibt den einfachen Weg. Wir setzen uns, wenn möglich, in der Seilbahn von hoch und trinken dann ganz oben auf der Spitze am Seepfannerhaus. Ein Kaffee. Das ist der einfachste Weg. Dann weißt du zumindest mal, wie es da oben aussieht. Das ist der Frieden. Du kannst jetzt natürlich sagen, nein, ich will den bezwingen. Und dann gibt es einen Wandersteig, wo jeder, jetzt wenn er fit genug ist, hochgehen kann, ohne irgendwelche, wie nennt man das, ohne alpinistische Fähigkeiten. Alpinistische Fähigkeiten. Gott ist wie, das ist die Weisheit. Du kannst das also auch schon mit deinen Regeln, mit deinen Beinen regeln, kannst du den Fuß besteigen. Das ist zwar sehr anstrengend und dann bist du dann irgendwann oben. Aber dann hast du den Berg nicht bezwungen. Du hast ihn nicht bezwungen, wenn du mit der Seilbahn hochfährst und du hast ihn nicht bezwungen, wenn du mit dem Fuß, den normalen Fuß hochgehst. Dann gibt es natürlich dann auch noch einen etwas komplexeren Weg, einen Klettersteig, wo man dann schon ein bisschen alpinistische Fähigkeiten braucht. Mit Anleinen, ein Bergführer. Aber das ist es immer noch nicht. Und auf der anderen Seite drin gibt es dann fast eine Stallwand, wo du hoch, UB-alpinistisch Fähigkeiten brauchst und dann gehst du die Stallwand hoch. Und wenn du alle Wege gegangen bist, alle Wege führen zu Gott, dann hast du gezwungen. Das ist wie beim Videospiel, ein Leben kannst du mit verschiedenen Möglichkeiten durchspielen, das ist das Schöne. Dann sage ich mal wieder, das ist diese Metapher mit den Videospielen, wenn man sagt, das ist Kindergraum, wenn alle sich so gescheit vorkommen. Ihr wisst unser altes Beispiel mit Schach, das spielt Intellektuellen. Ich sage, das ist so unendlich von der Logik her primitiv. Die Kunst, hier viel vorzuberechnen, das ist Ego. Die Regeln von Schach sind ganz primitiv. Jedes Anno-Videospiel, wo du hier das neue Anno zum Beispiel, da gibt es ja mittlerweile ein ganz neues. Ihr habt ja damals, wo ich euch gesagt habe, probiert das einmal ein bisschen aus. Da spielt der Jan, glaube ich, zur Zeit.
Das ist hochkomplex, auf was du da alles achten musst. Ja, Das ja. ist tausendmal komplizierter im Denken, wie wenn du Schach bist. Ja. Man sagt, das ist ein Kinderkram, das ist Arroganz. Es ist schon Genau. eine einseitige Bewertung deiner Logik. Ja, so ist. Und ich kann ja, wenn ich jetzt so ein Spiel habe, ich kann das ja immer wieder, wenn mir was nicht passt, das von vorne anfangen. Ja. Es gibt verschiedene Lösungswege, weil jede Reaktion in einer gewissen Situation reagiere ich mit meiner Logik und dann wird das Konstruktprogramm, was ich tausende Male erzählt habe, wird die Bilder verändern, auf die ich wieder reagiere. Ja. Und dann wird es interessant, dass ich nochmal anfange und ich sage, ich mache jetzt dieselbe Situation und dann reagiere ich ja so. Und dann wirst du merken, wie deine jetzige Reaktion, deine Psyche, die Psyche ist der Schmetterling, die kleinen Flügelschläge in kleinen Momenten, die Psyche eine ferne Zukunft, die natürlich jetzt schon feststeht, wenn du in der Situation so reagierst, gehst du wie an einer Kreuzung, du triffst eine Entscheidung, schlägst du schon einen gewissen Weg ein, dann sind viele Möglichkeiten, fallen dann automatisch schon weg. Ja. Und ist jede Entscheidung immer auf der unteren Ebene ist einseitig. Ja. Du immer, solange du noch personifiziert bist, von vielen Möglichkeiten nur eine auswählen kannst. Gehe ich Genau. jetzt zum Arzt oder gehe ich nicht zum Arzt? Wenn du dich entscheidest, zum Arzt zu gehen, dann hast du schon die eine Möglichkeit, dass Gott dich heilt, vollkommen ausgeschaltet. Genau. Ich verweise auf Paracelsus. Ja. Krankheiten sind nur ein Test, um zu Ja. prüfen, wen du vertraust. Ja, so Wenn du ist. mal wieder darauf hinweist, es ist keine Boshaftigkeit, sondern ich weise dich ganz klar auf Fehler im Führerscheinprüfungsbogen hin. Du wirst dir irgendwann nochmal klar machen, dass alles, was du Medizin nennst, Medikamente heilen durch Denken, hat mit der, die haben Antibiotika. Jetzt auch mal helfen. Antibios gegen das Leben Das gerichtet, das Leben. geistige Leben gerichtet. Die meinen, etwas heilen zu können, indem sie was vernichten. Funktioniert nicht. Wenn ich vom Heiligen Ganzen was draußen haben will, dann vernichten wir, wenn es die Krankheiten sind. Die Krankheiten haben all ihren Sinn wie die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, aber bloß so lange, bis du die abgehakt hast. Dann Ja. kommst du in eine Welt, wo es wirklich keine Krankheiten mehr gibt. Aber das ist auch eine Welt, wo keine Ärzte mehr existieren. Ja. Und keine Pharmaindustrie mehr existiert. Weil die nicht mehr nötig ist, weil sie durchschaut ist. Diese Ja. Welt ist durchschaut, ist zusammengefallen. Genau. Ich verspreche euch nicht ein Himmelreich, wo das Gegenteil von einer Hölle ist, sondern was vollkommen Neues. Sehr. Aber da du nicht von unten nach oben sehen kannst, Muss ich mir jetzt wieder rauschen in lassen. unserer Metapher der menschlichen Entwicklung, des menschlichen Lebens, Ja. der kleine schinnende Junge mit 8 Jahren, der sich nicht vorstellen kann, dass ihr Mädchen in die Zunge, im Mund steckt, das ist für den eklig in dieser Ja, Reife. ja. Das fährt einfach einmal ab. Dann gierst du da noch, dann kannst du nichts mehr anders denken. Das passiert von alleine. Ja. Keine Technik, keine Meditation, irgendwas zu beschleunigen. Genau. Wie will ich was beschleunigen, wenn sowieso schon alles da ist? Abwarten. Es ist ganz abwarten. Das W-Atmen sind immer doppelt aufgespannte Atmen. Genau. Ja. Und das ist eigentlich hier, dass wirklich jeder Moment, jeder Flügelschlag und jetzt gerade im Alltag die Babyschritte, wo ich sage, dass die kleinsten Reaktionen, mach dir jetzt erst einmal bewusst, mit wie vielen Sachen du noch konfrontiert wirst, wo du negativ reagierst, wo Ja. dir nicht passt, wo du sagst, Gott, Scheiße. Und dann kommst du in einen Zustand dieses absoluten Bewusstseins, dass du wertfrei wirst, dass das an oberflächlich nichts verändert. Ich sage immer wieder, wenn ich in der Küche bin, und ich passe jetzt nicht auf und mir erst jetzt passiert, ich ziehe ein frisches Hemd an, ich mache Tomatensauce, ist er, wenn zu dick ist, zu heiß, blub, wer kennt das nicht, blub, Scheiße. Aufs Ja. frische Hemd. Aber ich kann dir garantieren, im selben Moment lächle ich, weil es Ja. mir am Arsch vorbeigeht. Genau. Die Maschine läuft noch weiter, ich sage, lass die Maschine weiterlaufen, sonst sind wir blinde Arschlöcher. Aber beobachte wertfrei, ohne das zu bewerten. Und dann ist eigentlich schon Bewertung drin, wenn ich jetzt sage, dann lächle ich. Das ist jetzt nicht, dass ich das gut heiße. Nein. Es ist auch nicht schlecht. Das ist eigentlich der eigenartige Zustand. Ich nenne das immer das Lächeln des Buddhas. Ja. Das ist dann diese Weisheit, die lächelt. Die Der in Zufriedenheit. sich selber ruht. Der einfach sagt, was ändert das jetzt, wenn ich mich darüber aufrege? Da kann ich tausendmal sagen. Ärger ändert nichts an dem Reizauslöser, worüber du dich aufregst. Du hältst den bloß am Ja, Leben. Und wenn du eben, die ja. Sinnlosigkeit von Ärger erkannt hast, dann Genau. sind die Situationen noch da und du quittierst die mit einem Lächeln, mit Freude. Das symbolisiert Freude. Ja. Lach ist ja die Lebensfrische.
Und lachen oder lächeln ist die Melodie. Ja. Aber Mel ist ja schon wieder, jetzt kann man ML lesen und hast das gegenüberliegend und beschnitten geht über der Buch. Ja. Aber ich kann auch ML lesen, dann heißt es vom Joch. Ja. Dass genau. ich hier über mich drüber lege, das Gebirgsjoch, da haben wir wieder den Berg, immer weckt den Geist, ist ein Joch. Der erweckte Geist erfordert ja, dass er oben diesen da hat. Ja. Was man dann auch eitlerdeinisch Problema, das Vorgelegte nennt, heißt doch das Vorgebirge. Ja, ja. Und jetzt merkt man die Sprache, die deutsche Sprache, das ist gerade jetzt diese Verrücktheit, zeig mir die Weisen deiner Welt. Du kannst linguistisch studieren und da wird dir jeder sagen, dass also sinologische Sprachen, chinesische, asiatische Sprachen von den Wortstämmen überhaupt nichts zu tun haben mit den arabischen, mit den sogenannten semitischen Sprachen und das wiederum mit den indogermanischen Sprachen nichts zu tun hat. Dann schau dir Holofeeling an, dann wirst du feststellen, das hat sogar mit den arithmetischen Formen in den Physikbüchern zu tun. Ja. Jetzt das Beispiel wieder mit dem Gimmel. Ja, und wenn du yes. das dann zeigst, der es nicht wahr haben, dann sagt er, das ist Zufall. Ja, ja. Das Gesetz der großen Zahl, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier reingehen und machen ELS-Code im Denach, ja. der Bibelcode, wie der verrissen wurde mit Beweisen. Ja. Ich sage das natürlich auch richtig. Ja, ein bisschen. Ja, eine Sichtweise. Ist eine Sichtweise, aber bloß eine Sichtweise. Das Problem ist bei den Dorsnin, wie das einmal aktuell war mit dem Bibelcode, dass natürlich dann seine Übersetzungen, wenn ich dann das Radix 7200 zum Beispiel, wenn ich das als Außerirdischer übersetze, das heißt schlichtweg und einfach nur fremd. Ja. Eine selektive Berechnung. Ja. Genau. Fremd erscheint dir letztendlich alles, wo du sagst, das bin ich nicht. So ist. Aber wenn du das absolut nimmst, musst du sogar wissen, ihr müsstest sogar dein eigener Körper fremd erscheinen. Was weißt du von deinem Körper? Sehr oberflächlich nachgeplappertes Wissen von der Schulmedizin, was alles ja. hier drin ist. Selbst was du in diesen Körper hineindenkst, in deinen Kopf, denkst du dir Gehirn hinein. Ja. Weil man es dir erzählt hat. Genau. Wie wäre jetzt die Welt, wenn man von klein auf jedem Kind erzählen würde, was ich dir jetzt erzähle? Ich sage, wir können das oberflächlich betrachtet alles gleich lassen. Würdest du da anders damit umgehen? Auch mit Trauer, wenn ich sage, Trauer, Krankheiten erfinde, Angst, dass sich was auflöst. Wenn ich dir von klein auf erzähle, das, was die Rolle, die du zurzeit spielst, der Körper existiert sowieso nicht, wenn du nicht an ihn denkst. Und der wird sich so lange immer wieder wiederholen, bis du das durchschaut hast. Genau. Wenn ich in der Schule das schon lerne, baut sich eine komplett andere Gesellschaft auf. Ja. Die immer noch raumzeitlich ist jetzt. Mir geht es um das Prinzip, darum sage ich auch mit der Demokratie. Demokratie wird nie funktionieren. Ja. Solange ich eine Masse von Dummköpfen mitreden lasse, was sie dann letzten Endes sowieso nicht machen, was immer klarer wird. Genau. Ja. Das ist übrigens ganz neu, was mitreden oder nicht mitreden heißt, Neueste, was ich jetzt wieder aus der Zeitung heraus habe. Das jetzt mit dieser riesen Verschuldung und ich kann immer wieder nur sagen, die Zahlen, Leute, ihr hört an 500 Milliarden. Ich fange nicht nochmal an. Mein 6 im Lotto-Beispiel. Was ist 1 zu 14 Millionen? Ja. Es ist sehr wichtig, solange du noch dich als körperlicher, raumzeitlicher Mensch empfindest. Es wird wirklich erst interessant, wenn du mal 1400 Kilometer so schnell wie möglich mit dem Auto gefahren bist, mit nur Pinkelpausen und minimal Essen am Stück. Wenn du dann aussteigst, dass dir bewusst ist, was jetzt hier in der Fortbewegung mit einem Auto 1400 Kilometer, natürlich ausgedachterweise sind ja nur, wie viele Bilder da wechseln in dieser Zeit, wo du 1400 Kilometer mit dem Auto fährst. Unbewusst, ja. Ich sage immer, bei Goethe fällt mir gerade ein, die 6000 Bücher, wann hat er die gelesen? Der ist ja in Rom gewesen, der war in London. Das ist ja nicht, dass der sich ins Auto oder ins Flugzeug setzt. Weißt du, was das für eine Reise war? Auf holprigen Straßen bis Rom, jetzt natürlich in die Vergangenheit gedacht, immer gedacht. Also gut, dann haben wir 1 zu 14 Millionen. Das ist auf 1400 Kilometer 10 Zentimeter. Ja. Ich würde es nochmal überprüfen und nachrechnen, vielleicht redet oder wieder Scheiße. Das ist wie beim Professor Reiner, wo er sagt, nee, das habe ich, das stimmt nicht. Und er hat gemeint, er drückt mich in die Gasse und was macht er? Er entlarvt mich jetzt, dass ich ein Lügner bin. Ich habe immer wieder Versprecher drin. Ja, ja. Ich habe immer wieder Versprecher in den Selbstgesprächen drin. Wenn du das wirklich überprüfst, nicht bloß durchrauschen lässt und du meinst jetzt, ah, jetzt habe ich aber einen Fehler gefunden. Wenn du den Nudo darauf hinweist, dann lächelt der dich an und sagt endlich einmal einer, der das auch überprüft, was ich sage. Genau so ist. Ja. Die Fehler in den Ohrenbohrungen haben wir ja so oft, kann ich dann doch erklären, warum die sind. Ja. Ist schon in Du bist ich und im fünften Band eine Erklärung in einer kleinen Formel, wo ich ein Minus weglassen habe.
kann mich noch erinnern, was ich da Briefe gekriegt habe, das stimmt nicht, das habe ich nachgerechnet. Da sage ich, das ist richtig, so wie das da steht, stimmt das nicht. Es ist aber nicht, dass es falsch ist, ich habe bloß vergessen, bei der Hochzeit das Minus zu setzen. Ja. Wenn du jetzt den Hintergrund kennen würdest und du wirst dir Gedanken machen, dann wirst du das feststellen. Ja. Steht jetzt schon in Ich bin du, wenn ich jetzt schreibe, wieder Rechtschreibung, und da Ja. steht jetzt und mit 3D, mit 3 weiche D, dann wirst du nicht sagen, der kann ja nicht einmal richtig rechtschreiben, sondern hat die Taste irgendwie gehängt und hat 3D dran gehängt. Du wirst dir immer Ja. alles erklären, Genau. entweder positiv oder negativ. Ja. Die Der Logik. Wahn, sich an Normen zu halten, Rechtschreibnorm zum Beispiel. Du weißt, wir hatten das Thema als Ja. ehemalige Schulrektorin, wo ich sage, dann darfst du kein Luther nicht lesen und kein Ja. Paracelsus lesen. Aber gut, die Alten haben eh keine Ahnung gehabt. Nee, die hatten andere Rechtschreibnorm. Ja. 1500 etwas hat man eine andere Vorstellung gehabt von der Welt. Da hat man glaubt, die Welt ist eine Scheibe. Ist eine andere Normierung. Jetzt Ja. glaubt man, die Welt ist eine Kugel, ist eine andere Normierung. So Alle ist. Wahrheiten von heute sind die Dummheit, wo die Menschen von morgen drüber lächeln. Genau. Das sind elementare Weisheiten. Ja. Wie unendlich geistlos ist eine Kreatur, die meint, die müsste ihre jetzige Vorstellung von richtig am Leben erhalten, möglichst lange. Zum Beispiel den Zustand, ich will möglichst lange sterblicher Mensch sein, die sich einfrieren lassen und so weiter und so fort, weil sie ja meinen, ohne den Körper gibt es mich ja nicht. Wenn man sich ja mal gelöst hat von dieser einprogrammiert dogmatischen Meinung, wird es alles ganz anders. Es ist auch Ja. im Zuhören, wenn ich sage oder schnell reden, du. Ich habe das schon mal erklärt, dass ich gar nicht will, dass du anfängst, da groß drüber nachzudenken, was ich sage. Lern zuzuhören, was ich sage. Weißt Genau du, um in dem das. Moment, wo ich jetzt irgendetwas erkläre, das gilt in jedem Gespräch, es gilt auch jetzt bewusst ausgedacht bei Menschen, es will irgendeiner was erklären, der äußert was. Und das Programm des Zuhörers ist damit nicht einverstanden, fühlt sich angegriffen. Dann wirst du merken, dass der eigentlich gar nicht mehr zuhört, sondern im Kopf schon im Fokus darauf hat, was erwidere ich jetzt. Dann lasse ich den weiter plappern, ich höre gar nicht mehr zu, bis er den Mund so macht und dann sage ich, ja, aber du musst bedenken. Und jetzt das, was ich in der Zeit, die sinnvoller gewesen wäre, aufmerksam zuzuhören, was der mir sagt, was ich ausblende mit meinen Filtern, weil ich schon meine Gegenargumentation, meins ist ja richtig, muss aber, den Scheiß muss man gar nicht anhören, höre ich dann von den Leuten. Das ist dein Problem, auch deins noch. Ja, so ist. Ja. Und du weißt, wenn ich sage dein, meine ich den, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Ja. Genau, die Geduld. Du bist letztendlich einer von diesen Spiegelungen völlig normaler Menschen. Ja. Das bist du eben nicht. Du bist der, der Ja, sich die ausdenkt. der ausdenkt. Wie viel Fehler, wie viel Idiotie, Idioter, einfache Einfache Menschen, Mensch. Schino, Schmedin, sterbliche Trockennasenaffen bei eigener Definition. Bei Holo Feeling muss ich sagen, wieder besseren Wissens. Ja, Wenn einer nur der Gedanken hat, muss besseren sich keine Wissens. Gedanken machen. Egal, wen du jetzt denkst, das ist ein Gedanke. Das können wir jetzt aber intensivieren, indem ich sage, den kenne ich ja auch persönlich. Ja, du kennst die Maske. Aber Ja. was steckt hinter der Maske? Hinter der Maske mein schönes Faschingsballbeispiel, Maskenzwang. Maske trifft auf Maske, Persona trifft auf Persona. Das kannst du vergessen. Masken sind geistlose Dinge, ist Materie. Ja. Was trägt die Maske? Die Eine Maske trägt der Maske. Mensch. Mensch ist auch geistlos, ist ein Programm, ein Konstruktwert und Interpretationsprogramm. Und was ist dann noch eine Stufe tiefer? Dann kommt erst der Geist, die Energie, der verstehen kann. Also persönliche Gespräche sind einfach nur wie bei Zeichentrickfiguren von Figur zu Figur, von Persona zu Persona, von Maske zu Maske. Ja. Auf menschlicher Ebene passiert jetzt das Programm zu inkompatiblen oder kompatiblen Programm. Wenn man zwei hinter der Maske, wenn sich hinter den zwei Personen zwei kompatible Programme sind, dann sind die sich in vielen Sachen einig. Aber das ist ja im absolut nie der Fall. Das merkst Ja. du jetzt bei Sekten oder bei Parteien, bei Gemeinschaften. Eine Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Großen und Ganzen dieselbe Meinung vertreten, die gleiche Meinung. Ja, die Dass gleiche. dieselbe ist die Sache, wir sind ja Katholiken. Aber innerhalb der Katholiken kommt es dann, diese geistigen Leichen sind so zerstritten in den Parteien, die sind so zerstritten hinter den Türen, hinter der Öffentlichkeit, was nicht öffentlich gemacht wird. Das Schöne mit dem Beispiel mit dem Off. Ja, Es ist ja offensichtlich. Ja. OFF, immer nur eine Seite. So, genau. Verlogenheit, du wirst mit Verlogenheit konfrontiert und das ist ein Spiegelbild deiner eigenen Verlogenheit. Das ist wichtig.
Du musst irgendwann einmal begreifen, ich nehme die Schuld auf mich. Die Welt, die ich mir ausdenke, kann ja gar nicht anders sein, wie ich sie mir ausdenke. Wir klammern einmal die verabredete, den sinnlich wahrgenommenen Bereich weg. Ich betone das immer wieder. Wenn du das jetzt die Gedankengänge rein im Denken mitnimmst, ist es so. Kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du in dir denkst? Kann eine Vorstellung anders sein? Kann eigentlich da außen was anders sein, wie das, was du dir vorstellst, wenn du das zweite Gebot hältst, nicht? Wie kann einer behaupten, er ist der Papst, das Oberhaupt der Christen, ein Katholik, Katholikos, lateinisch das Ganze betrifft? Da hakt schon. Du hast Probleme mit den Protestanten. In ihrer Scheinheiligkeit wird es natürlich nach außen nicht getragen, aber wenn du innen gehst, ich kann mich noch erinnern, ich habe vor Jahren hier und jetzt gedacht, einmal darauf hingewiesen, unser Bischof, Bistum Eichstätt, 20 Kilometer vom Weißenburg weg, der hat einen Pfarrer, der alte, der neue jetzt nicht, der Vorgänger, der hat einen Pfarrer entlassen, weil er ohne zu fragen mit einem evangelischen Kollegen gemeinsam Abendmahl gehalten hat. Ja, er wurde entlassen, der hätte nämlich seinen Bischof das fragen müssen, ob er das darf. Er kann doch nicht mit dem Feind hier, wie kann man das machen? So werden die das nicht ausdrücken. Ja. Und wenn dann hier ganze Lockerungen kommen, langsam in diesen einseitigen Gesetzgebungen, wo sie haben in ihrer Dogmatik, dann nur, weil ihnen die Schäfchen davonlaufen. Die kleinen Ich schwimmen ihnen weg. Die massiven Kirchen ausdrücken. Wir müssen etwas toleranter werden. Und wenn du dann reinschaust hinter die Mauern, ob jetzt das eine Kirche ist oder ob das eine politische Partei ist, wird gestritten um Macht und um Positionen. Und ich komme noch mal ganz kurz zurück jetzt hier mit den Vorstellungen von Geldern. 200 Millionen, 5 Milliarden, 500 Milliarden. Ich greife noch mal zum wiederholten Male. 1 zu 14 Millionen, ein 6er im Lotto. Jetzt erst einmal versuchen, bewusst zu machen, was 14 Millionen sind. Diese kleine Finanzspritze, diese 500 Milliarden sind 500.000 Millionen. Es ist so unvorstellbar. Es ist eine Luftblase. Übrigens ganz nebenbei, was ist Geld eigentlich? Was machen die eigentlich? Das ist ja nichts. Das ist ja nur nichts. Das ist der Wahn. Es ist dieser Wahn. Und ganz nebenbei übrigens gestern in der Bild-Zeitung gelesen, in geheimen Sitzungen wurden jetzt genehmigt oder ist gerade am Anstehen, was sie unten durchschieben wollen, 138 Milliarden wird der deutsche Rüstungsaufwärts erneuert. Also 138 Milliarden ist jetzt beantragt für die Rüstungsindustrie. Ich sage jetzt nicht für unsere Verteidigung, ist es noch sinnvoll? Sag mir bitte in deiner jetzigen Logik ein allereinziges Land, das überhaupt erwägt, Deutschland anzugreifen. Ja. Es ist Geld. Ja. Ich rede nicht vom kleinen Mann, auch diese Illuminaten oder die Rothschilds oder die Superreichen, die jetzt die ganzen Zeitungen in der Hand haben, was man jetzt natürlich nur ausdenken, wenn du das glaubst. Was aber in dem Glauben immer verglichbar ist. Habe ich auch viele Sachen gemacht, die Presse ist so gleichgeschaltet. Dann kommen die freien Journalisten, aber die nützen dir doch auch nichts, wenn ich jetzt Ken Ebsen nehme, das ist ein freier Journalist, der plappert doch auch bloß Einseitigkeiten noch. Ob jetzt der Kleber Einseitigkeiten vorliest, weil man einen Zettel gibt und das in sich verwirklicht, oder ob das der Ken Ebsen macht oder die freien Journalisten. Du kommst aus der einseitigen Sichtweise nicht raus. Du kommst aus der Traumwelt nicht raus, indem du irgendwas bekennst. Ich sage zu dir, liebe deine Feinde. Und das hast nicht gedacht, schon mal ein Hals zu fallen. Mein Sohn spazieren. Ich kann alle von Gott erschaffenen Kreaturen und auch alle Affen lieben. Ich kann alle Charaktere in den Romanen lieben. Und dann sage ich immer wieder selbst der Hannibal Lecter, du wirst plötzlich umgebohrt, dass das eigentlich die interessanten Figuren sind. Wer ist im Faust interessant? Der Faust oder der Mephisto? Wer haut die Weisheiten raus? Der Faust oder der Mephisto? Immer nur der Mephisto. Im Auftrag des Teufels. Eine Kapitel Lieblingssünde. Das Umdrehen. Einfach diese Präzision. Schau in dir, was du glaubst und dreh es um 180 Grad. Ja, toll. Wo kommst du her? Von deinen Gedanken von dir? Jetzt hast du mal, komm mal deine Gedanken von dir. Deine Mutter ist ein Gedanke. Mutter, Mäder, Matrix. Haben wir in einem Selbstgespräch gehabt. Ja, Matrimonium. Das macht das Ganze aus. Es ist alles anders. Lass doch mal die Worte verstehen. Es steht alles da. Meinst du, ein Linguist, der meint, dass irgendwie
wie ich so oft gesagt habe, dass die menschliche Sprache rein zufällig im Laufe von Jahrtausenden aus unartikulierten Dierlauten entstanden ist, weil wir jetzt ein vernunftbegabter Mensch sind? Meinst du, deine Elite, die du dir ausdenkst, die so ist, wie du sie dir ausdenkst, ist in irgendeiner Art und Weise vernunftbegabt? Wie vernunftbegabt können Dinge sein, die von einem Volltrottel ausgedacht werden? Ja. Das bist du. Von einem Depp. Mach endlich mal deine Deppen auf. Das habe ich auch erklärt. Das ist keine Beleidigung. Du kannst sofort dich wieder beleidigt sehen. Schau, was dein Programm macht. Genau, das sind die Augen. Das sind die Augen. Mach deine Augen auf. Schau mal wirklich, was da ist. Was ist jetzt da? Schau, was jetzt da ist. Mehr ist nicht. Und es unterliegt einem ständigen Wechsel. Die Pixelmännchen und du selbst, wenn du an dich denkst. Das bist du aber auch nicht. Das ist auch bloß ein Gedanke. Das musst du wiederholen, gebetsmannhaft bis in alle Ewigkeit, bis das einmal durch ist. Dann hast du den Haken gesetzt. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Wenn du es begriffen hast, hast du es noch nicht verstanden. Wenn dir was logisch erscheint, dann kommt immer das Gejammere. Das kriege ich jetzt immer wieder von vielen, wo ich sage, ist ja alles klar, ich bin dabei, bis das Leben, bis sich ein bisschen der Wind dreht. Du weißt ja. Johannes Evangelium. Im Anfang war das Wort, geh mal einen Schritt weiter. Ja. Der Wind. Keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, aus einer vergänglichen Materie geboren, bist du vergänglich. Bis du verstehst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst. Das Wasser ist Elayom und der Geist ist die Einsteinformel. Ja. Die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sie sich dabei selbst verändert. Weil sie ein nicht denkbares, ewiges Nichts ist, das nicht vernichtet werden kann und es kann nicht vermehrt werden, weil das im selben Moment auch alles ist, wenn du dran denkst. Ja. 200 Gramm rote Gnede bleibt 200 Gramm rote Gnede. Mhm. Egal, welche Form du ihr gibst. Und solange du noch die Form mit dem verwechselst, was da ist, oder das, was da ist, mit der Form verwechselst. Ja. Weißt du, wir können jetzt zurückgehen, 20, 22 Jahre, wenn der Udo immer sagt, ich sitze vor Leuten, dann wiederhole ich das, weil du es nicht verstanden hast. Glaube es mir auch, wenn du meinst, du hast es begriffen, was es für dich als Geist bedeutet. Das ist das Entscheidende. Ich wiederhole das nochmal. Ich sage, du stellst dir jetzt vor, ich habe 200 Gramm rote Gnede, Porzellan, nenn es, wie du es willst, in der Hand. Mhm. Und ich gebe jetzt dieser Gnede die Form. Ja. Und ich frage dich, was ist das? Probier das mit in deiner Welt aus, mit Leuten, die noch nie was von Holophilen. Und ich frage dich, was ist das? Dann sagt jeder, Computermaus. Und jetzt pass auf, jetzt forme ich die Gnede um und ich gebe ihr andere Form. Ja. Und ich frage dich, was ist das? Was ist das? 200 Gramm. Das, jetzt forme ich die Gnede wieder um. Gib ihr andere Form. Und ich frage dich, was ist das? Dann sagt jeder, Brille. Und dann sagt du immer, Blödsinn. Das ist 200 Gramm rote Gnede. Genau. Es ist immer 200 Gramm rote Gnede. Ja. Du verwechselst die Form mit dem, was wirklich was es ist. Ja. Was sind deine Gedanken? Du bist die 200 Gramm rote Gnede. Ja. Jeder neue Gedanke ist eine neue Information. Jetzt bring mir irgendeinen guten Meister, der dir das so erklärt. Ja. Das Schöne hier mit den Hegel. Das sind ja die zitieren, also die ganzen ESO-Köpfe zitieren doch genauso bloß noch, sind im tiefsten Innern aber vollkommen logisch raumzeitlich denken. Ja. Ihr wisst, wie gesagt, wieso fressen die eigentlich ihre Müsli-Scheiße neu? Dass ja nichts an ihren heiligen Körper hinkommt. Weil sie ja nur gesund bleiben wollen, weil es ja keine Gifte, Gift sind Geschenke, göttlichen, die gerade die Griechen sind die göttlichen Geschenke für die Verwandlung. Ja. Das Ei muss sich verwandeln in der Matrix, dass es hier eine Raube wird, ein Embryo wird. Das Embryo muss sich verwandeln, dass es zu einem Fetus wird. Der Fetus muss irgendwann nochmal raus aus der Matrix, ab sich abnabeln. Da ist noch alles im Kopf in der Matrix. Das ist, das ist der Anfang. Und nochmal dreimal, dreimal, drei Wachstumsstufen. Genau. Jawohl. So baut sich das Spiel auf. Alles, was sich in dir abspielt, ist ein göttliches Spiel. Ja. Von ab, blau gelesen, aufgespannten Wissen. Und mit was für ein Wissen arbeitest du? Mit geistlos nachgeäfften Wissen. Nachgeäfften Wissen von Affen, die auch bloß nachäffen. Mhm. Das führt uns dann schon wieder, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Du musst das logische, unbewusste, chronologische Denken komplett überwunden haben. Indem du weißt, was ich denke ich jetzt und es ist hier. Genau.
egal wo ich es mir hindenke, ist dir das jeden Moment, wenn wir es aufgehen, bewusst, dass dieser Moment gar nicht existieren würde, wenn du ihn jetzt nicht denkst oder sinnlich wahrgenommen anschaust. Ja. Aber wenn man mal eine VR-Brille aufgehabt hat, dann weiß man, dass es hier ist. Ja. Der Unterschied wird hier durch die Synthese zu einer dreidimensionalen Vorstellung. In mir selber als Geist gesehen ist nichts dreidimensional. Und jetzt gehst du in ein CAD-Programm rein. Ein CAD-Programm, wo ich eine 3D-Animation mache, einen reinen 3D-animierten Körperfilm, da sitzen Videospiel, das sind nur Formen, die sind heute fotorealistisch neu. Mhm. Es ist nur eine Frage noch der Zeit, sich weiter. Technisch ist das kein Problem mehr. Da hat es immer noch geheißen, unser Problem ist die Hardware, aber jetzt kriegen wir ja langsam Quantencomputer, dann ist das ja sowieso kein Problem mehr. Du bist der Quantencomputer. Computer, Mac-Chef. Rechnungsführer. Das ist dein Intellekt, mit dem du arbeitest. Der macht diese Welt. Und jetzt ist es Schöne, die Freiheit, du musst es keinen deiner Figuren erklären. Du kannst es, ich sage prinzipiell, ich erkläre doch das jetzt nicht den Toni oder der Helene, ich erkläre das doch jetzt nicht den Deppen, der vom Computer sitzt. Ich erkläre es dem, der sich das jetzt ausdenkt. Ja. Diese Kleinigkeit, das ist der Kabelstecker in dem ganzen System. Ja. Das ist das Erste, was du verstehen musst. Ja. Ein Kabelsteckerbeispiel. Was ist wichtiger zum Autofahren? Der Kabelstecker oder der Motor oder die Reifen? Das ist kein Unterschied. Ja. Du den Motor rauspasst oder den Kabelstecker von der Stromzuführung wegtust. Ja. Und du bist der Kabelstecker für deine Welt. Du bist der Abel, der von keiner schlagen wurde. Ja. Jetzt muss ich nur wieder wissen, dass Abel eigentlich nichts heißt. Dunst, Lampen auf. Das ist im Prinzip das Hebel, wie es dort drin steht, ist dasselbe wie Adam. Ab. Nur an das hebräische Wort für dasselbe. Ja. Und du würdest von keiner schlagen. Der schreibt sich Kof, Affe, intellektuelle Existenz. Kof, I-N ist der Kein. Der Affe mit seiner intellektuellen Existenz erschlägt es nichts, den Abel, den er letztendlich selbst ist. Ja. Und das Spiel in der Tor. In dieser Reihe der Spiegelwahrnehmung. Dann fängst du an, dich zu zerdenken. Geburt vom Gerecht. ZRS zu fahren werden. Beim Unterschied im Raum. Genau. Es ist alles nur eine riesengroße Spiegelei. 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 Ja. SBI, meine Schwellen. Ja, so ist das Leben. Und ich habe im letzten Selbstgespräch hast Kreisen und Runden drehen. Das goldene Kalb ist ja immer interessant. Da haben wir schon wie Gott, der Polar wird, oder wir machen das Ortsvokal raus, dann hast du es wie Leben. Leb, das hat's. Ja. Das kann ich wieder rot und blau machen. Erich. Von dem Innern. Du musst mit den Herzen denken. Manche achten auf ihr Bauchgefühl, aber Bauch als Gewaft lesen, Geist, der damit aufgespannt wird, hast du ja auch das Innere. Die Eingeweide. Ja. Wenn man wieder einen Weichen und dann hat man die. Also die Eingeweihten, die in Spezialwissen eingeweiht sind, das ist wirklich bloß Darmwissen. Es ist auf gut Bayerisch gesagt Scheiß. Also, genau. Und da jetzt ja der Darm genauso aussieht, wie das Gehirn, wenn wir das hinlegen, mal ganz grob, jetzt müssen wir es uns vorstellen, habe ich ja schon gesagt, hat Gott offensichtlich einen Fehler gemacht. Irgendwie hat es verkehrt zusammengebaut bei manchen. Verkehrt dann haben wir natürlich dann auch wieder so schön, wo ich darauf hingewiesen habe, dann machst du mal eine Walnuss auf. Und jetzt denkst du dir, die Schale wäre dein Schädel. Und dann machst du die Walnuss auf und dann wirst du feststellen, hey, in der Walnuss ist ja ein kleines Gehirn drin. Ja. Das ist aber wie all. Wie Gott. Darum hast du ja zwei Gehirne, rechte und linke, die über Kreuz sind. Die Bilder haben nichts mit irgendeiner materiellen Welt da außen zu tun. Es sind Symbole. Genau. Über Sprache und Physik in eine große Einheit mit Holofeeling verbunden haben. Wo jede Kleinigkeit, das kleinste Kleinigkeit zum Heiligen Ganzen dazugehört. Keine Feindbilder. Ja. Das ist, wenn man wieder ein Selbstgespräch macht. Nichts davon, sondern doch wieder. Es geht wirklich nur mit wieder. Ja, es geht wirklich nur. Schauen wir mal, wer Kreuz dazukommt. Sind eigentlich ziemlich fertig. Schauen wir mal, ob es da was Neues gibt. Ich tue dir mal dazuschalten. Ja. Marlene Schmidt. Schau her. Das ist eine ganz alte Holofine. Ihr scheint euch langsam alle aufzulösen. Hey, seid ihr alt worden, wenn ich euch jetzt so anschaue? Wenn ich ihr jetzt euch in die Vergangenheit denke, weißt du, mir nichts hält mehr.
nichts. Aber wir sind damit zufrieden, einverstanden. Ja. Aber was hat sich eigentlich an dem verändert, der dieses Leben erlebt? Es ist immer wieder das Spiel, da isst du was fest und das ist es, der Körper ist ein Gefängnis. Ja, das ist jeder, der versucht, möglichst lange den Körper am Leben zu halten, was dir ja die Schulmedizin einredet, um Geld zu verdienen, versucht dich möglichst lange in den Gefängnis zu halten. Eigentlich du ja, weil du rennst ja hin. Ja. Ich muss die Gewissheit haben, dass ich ewig bin und dann habe ich kein Problem mit dem Loslassen. Genau. Deshalb können wir, der Toni und ich, auch unsere Rückengeschichte so gut ertragen, weil wir das wissen. Ganz genau ist. Ihr macht es paarweise. Ja, geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Das ist, da muss man auch hier der Lernprozess festzustellen, auch hier, wenn ich sage, wenn es geht, wie sehr noch das Nicht-Einverstanden in einem drin ist. Ja. Und ich kann nur sagen, es wird sich extrem schnell auflösen, wenn man wirklich loslässt. Aber von was muss ich loslassen? Von dieser Logik, die so hartnäckig ist, diese alten Beispiele in Eltern-Selbstgesprächen, wo ich ja immer den Udo nehme als Beispiel, bis Kleinigkeit, diese lange Odyssee mit dem Internet, das ausfällt. Ja. Wo ich dann immer wieder darauf hingewiesen ist, wo du dann einen Punkt kriegst, wo es da wirklich gleichgültig wird, wenn es immer abreißt. Aber wo ich da sitze und beobachte, ich mache jetzt wieder eine Uchform auf den Udo bezogen und die Namen sind jetzt austauschbar. Wenn du der Beobachter wirst, dass ich feststelle, es reißt wieder ab, während ich eine Aufnahme mache. Mhm. Innerhalb wirklich von 10 Sekunden werde ich glitschnass. Mhm. Der Körper, das ist innen so außen, der reagiert. Er reagiert mit nicht einverstanden sein. Mhm. Und ich beobachte das. Mhm. Und du stellst fest, du kannst nichts dagegen machen. Und jetzt sagt der Udo immer wieder, das Leben, das du erlebst, auch in Bezug auf deinen Körper, ist wie das Wetter. Ja. Das schlägt unberechenbare Haken und du kannst nichts dagegen machen. Du kannst es geschehen lassen und du kannst dich engagieren, dass du was, beide Seiten haben ihren Sinn. Ja. Ja. Sie sind der eine S-I-N-N. Ja. Genau. Wenn ich jetzt aber dann sage, aus diesen NN, was übrigens N und N, 50-50 ist 100, da steckt schon wieder die Affinität. Mhm. Und darum ist ja auch der Affe, wenn ich den jetzt als Mensch definiere, ist der ja auch Denker und Ausgedachtes. Mhm. Auf Mensch bezogen sagt er, ich bin ja Geist, ich bin ja Bewusstsein und ich habe einen Körper. Der Adam ist Denker und Ausgedachtes, da wird es wesentlich präziser. Mhm. Aber was man hat, was man besitzt, ist man nicht. Ist man nicht. Wenn du diesen Satz wirklich verstanden hast, hast du mit nichts mehr ein Problem. Du hast noch nicht Probleme. Vorgelegte Sachen, aber du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und einverstanden zu sein. Genau. Erst wenn du mit allem, was in dir auftaucht, einverstanden bist, dann wirst du anfangen, dieses Ein mit alle vorne geschrieben, nicht mit der 70, sondern mit der 1, das eine zu verstehen, dieses Nicht-Existierende, das du selbst bist. Mhm. Wie kann ich etwas verstehen, das nicht existiert? Ja. Ich sage, weil es das Gegenteil ist von all den Sachen, die existieren. Ja. Jetzt muss ich aber wissen, dieses Nicht-Existierende und das Existierende. Sobald ich mir das Nicht-Existierende ausdenke, Dialektik, existiert es ja auch als Gedanke, wie ein ausgedachter Gott. Und dann irgendwann geht mir das große Licht auf, was ich bin. Wirklich etwas, was in keinster Weise in Erscheinung treten kann, aber alles, was in mir in Erscheinung tritt, sind Facetten von mir selber. Ja. Das ist die rote Liebe, die allumfassende Liebe. Ja. Kann ich durchaus leben, obwohl ich eine Rolle spiele und Feindbilder habe. Mhm. Mhm. Ja. Genügend Beispiele gebracht. Und es bleibt wirklich was Intimes. Mhm. Es trennt die Spreu vom Weizen. Lass dich nicht blenden von einer Figur, die intellektuell brilliert in dir. Mhm. Das ist nichts sagen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das könnte zum Beispiel, kann man jetzt einen Udo ausdenken, kann man nochmal einen ausdenken, der exakt dasselbe sagt, was der Udo sagt. Aber weder der eine noch der andere Ausgedachte, der Udo oder sein nachäffender Kollege, den du dir ausdenkst, kann irgendwas verstanden haben. Ja. Verstehen kann nur der Geist, der träumt. Ja. Das bist du. Ja. Und wenn man da wirklich einmal zuhört, der ist ja größenwahnsinnig, der bittet sich ein, der ist Gott. Wie oft habe ich ihn selbst besprochen, sagt, alle, die reden, die wissen nicht. Meinst du, ein Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, könnte irgendwas wissen? Meinst du, wenn der Udo auf deiner Veröppelte auftaucht, dass der irgendwas wissen könnte? Mhm. Was die Menschen in deinem Traum wissen, ist das, was du glaubst, dass sie wissen. Weil du träumst, du denkst ja das, was eine Figur in deinem Traum spricht. Wenn du träumst, wenn du nur akzeptierst, dass du jetzt ein träumender Geist bist,
der du natürlich nicht bist, sondern jetzt einer bist, der sich einen träumenden Geist ausdenkt. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich bin jetzt der sterbliche Trockennasenaffe, der vom Computer sitzt, oder du sagst, ich bin jetzt ein träumender Geist, der träumt, dass er der ist. Ja. Magst du, jetzt gehen wir wirklich die Himmelsleiter hoch. Ja. Der bist der träumende Geist, der sich selbst träumt, bist du natürlich auch nicht, sondern der Geist, der sich den ausdenkt. Der bist du natürlich auch nicht. Da muss einer da sein, der sich einen Geist ausdenkt, der sich einen träumenden Geist ausdenkt. Immer eins drüber. Jetzt ist es nicht dieser Weg von außen, von der Peripherie wieder in dieses absolute Zentrum, für den Weg mit Holofeeling. Ja. Und ich versuche erst gar nicht, dir das zu erklären, dir das zu erklären. Ich versuche das auch nicht der Menschheit zu erklären, das ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Genau. Das ist der super. Das kriegt man immer mehr mit. Ja. Wenn man wirklich zuhört. Aber was ich erkläre, ist eigentlich sehr einfach. Ihr habt doch die Worte, ihr habt doch Wörterbücher. Mhm. Die Schwierigkeit ist die einseitige Auslegung. Wehe, wenn du den Namen Gottes und alles, Gott hat unendlich viele Namen, unendlich viele Worte. Wenn du das entheiligst, das passiert, wenn du das einseitig auslegst. Mhm. Du darfst es natürlich. Aber immer bewusst, dass ich weiß, wenn ich jetzt das Wort Krebs habe, habe ich noch nicht die Krankheit. Mhm. Auch nicht unbedingt der Schalentier. Und das ist ja das, wo ich die Beispiele nehme, die ja in deinem Programm schon drauf sind, wo du anfassen kannst. Wir können ja noch, wie ich immer sage, ohne Probleme ein 400-Seiten-Buch draus machen, wenn du Holofeeling verstehst. Ja. Nur den Rot-Blau lesen. Ich hoffe, das ist wieder, wenn rüberkommen in den einen Vers. Ja. Ezekiel 40b. Genau. Wenn ich sage, wenn du Rot-Blau wirklich verstanden hast, kannst du dir schon lesen, du brauchst nicht einmal ein hebräisches Wörterbuch. Wenn du dann nachschaust, wirst du feststellen, das passt sowieso immer. Ja. Ja, immer. Und dann wirst du wundern, dann wirst du feststellen, das sind Wunder. Ja. Was ist dann wieder eine Wunde? Ja. Ist der Wund, in dem Wunder ist ja schon die Wunde. Dann ein Wunder, das ich erlebe, erfordert, hast du mal Unterschiede. Das Trauma. Trauma. Ja. Traumschöpfung. Ja. Genau. Ganz simpel, ist wirklich so simpel. Ja. Die Arroganz, wenn sich reinschiebt auf Wissen, aber im Großen und Ganzen, wenn man selbst ehrlich ist, wo ich sage, schau in dich rein, was du glaubst. Genau. Mach dir mal bewusst, ob du noch glaubst, dass du dieser Körper bist. Ja. Wenn ich da drin bin und das lese, ist es ja klar, ich bin ja bloß Geist. Bist du ein Wehwehchen hast, dann rennst du wieder zum Arzt. Zu den Krankheitenerfinder wie Paracelsus. Da rennen wir nicht mehr. Weil sie nur eins waren, die wollen nur dein Bestes. Ja, ja. Das Geld ist eine Sau, sagen wir. Das Geld ist eine Sau, sagen wir in Österreich. Genau. Ja, ja. Das dreht sich ja, wenn du wirklich einmal hinschaust, ob das Krücken sind, weil die meinen, auch uns gibt es ja bloß mit Geld. Und so ganze Organisation, dieser Prunk, wo sie sich reinstellen. Ja. Schön fürs Auto, aber fürs Auge. Okay. Hängt aber wieder davon ab, was hast du für ein Wertesystem. Ja, klar. Egal, was du betrachtest, du werdest in einem fort. Aber machst du das oder macht es dein Intellekt? Ja. Und dann kommt man irgendwann in Frieden, dass wir das interpretieren. Ich selbst, rot geschrieben, ich interpretiere nämlich, ich schaue, wie das in mir interpretiert, was ich ein Leben lang als ich bezeichnet habe. Ja. Jetzt beginnt der Sinn des Lebens. Ja. Kategorie 3 kannst du sofort beantworten. Warum ist jetzt das da, weil ich das denke? Genau. Wo ist das? Hier in meinem Kopf? Genau. Wann ist das jetzt? Jetzt. Ich kann mir jetzt denken, was angeblich vor 500 Jahren war. Aber was mache ich dann? Ich schaue in diese anerzogenen Schwamminhalte, in die Datei rein, die man mir einprogrammiert hat. Ich bin ein Computer und denke de facto jetzt mir eine Vergangenheit aus, die jetzt ist, weil ich sie denke, Grundlage dafür ist das Programm, das ich abrastere. Ja. Genau. Was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Wir haben einfach mein anerzogenes Wissen. Ja. Was ich mir jetzt denke, dass man mir das in der Vergangenheit beigebracht hat. Da aber alles jetzt ist, mein Buch, ich blätter zurück, die Seiten, die ich jetzt nicht gedacht habe, sind ja trotzdem da. Ich blätter jetzt zurück und die Bücher gingen ja immer, die Seiten sind immer hier. Ja. Wir haben das Sache mit den zwei Seiten. Ja. Ein Buch, ein Hintergrund. Ja, ja. Wir klappen das Buch auf. Mit zwei Seiten. Zwei Seiten.
Willst du lesen, musst du immer von den zwei Seiten, weil du perspektivisch bist, eine. Viele Zahlen. Eine Zeile, ein Wort, und selbst das Wort. Es ist immer, die Kollektion ist immer jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. So Sünde. Das wirklich verstanden haben kannst, wenn du jetzt noch wirklich dich über irgendwas aufregst oder vor irgendwas Angst hast, hast du es vielleicht logisch begriffen, du kannst jetzt das nachvollziehen, aber du hast es hundertprozentig nicht verstanden. Noch nicht verstanden. Und jetzt kommt immer wieder dazu, dass ich sage, oberflächlich an deiner gespielten Rolle, ob du jetzt auf die Arbeit gehst, ob du jung bist, ob du ein Studium machst, denk an den Moritz, den wir uns jetzt ausdenken, da sage ich nicht, studier, Holofeeling ist das Wichtigste, lernst hast du mal den Beruf, spiel deine Rolle weiter, du bist noch so jung. Gerne. Lass das parallel laufen. Aber zuerst einmal die Rolle spielen. Ja. Genau. Und dann kommt halt die Erkenntnis, wo man dann wirklich sagen kann, mal bin ich blöd gewesen. Die Kunst ist es loslassen. Dann kann ich durchaus auch einmal hier von dem Saulus zu dem Paulus werden. Ja. Die Geschichte. Ja. Am Ende. Man muss sich das nicht vorwerfen, was man in dem Traum gemacht hat als Figur, die man sich, die Rolle, die man im Traum spielt. Egal, was du spielst. Wichtig ist, dass du rechtzeitig aussteigst. Kann man sterben, bevor man stirbt. Das ist gehst nicht an der Fähigkeit zu sterben. Ich sage jetzt nochmal, du gehst nicht an der Fähigkeit, dass sich irgendwann einmal logisch gedacht dein Körper auflöst zugrunde, sondern an deiner Fantasielosigkeit. Mhm. Menschen, die nur die Meinungen anderer Menschen nachplappern, die sind fantasielos, weil sie zu bequem sind, selber zu denken. Mhm. Ja, aber wenn mir doch nichts einfällt, so, wer bestimmt jetzt das? Da ist einer in dir drin, der bestimmt, dass dir nichts einfällt und dann fällt dir nichts ein, weil du hörst nur auf den, der das bestimmt. Ja. Du musst gierig werden nach neuen. Übrigens, das Wort gierig beginnt mit Gi, G-I. Der Geist Gottes erwacht in dir. Das ist eine positive Gier. Solange du noch gierig bist auf ausgedachtes Wissen, auf Geld, auf ausgedachte vergängliche Dinge, auch ausgedachtes Wissen ist vergänglich. Du musst gierig werden nach dem Ewigen. Ja. Und jetzt hast du die Gi, das ist der Geist Gottes, der in dir erwacht. Ja. Das heißt, letzten Endes, du musst gierig werden auf dich selbst, auf das, was du bist. Ja. Nicht auf das, was du gern sein möchtest, weil du, wenn du weißt, was du bist, bist du alles, dann willst du doch nichts mehr Besonderes oder Bestimmtes sein. Ja. Genau. Ja. Solange du irgendetwas Besonderes sein willst, das im Widerspruch zu anderem steht, bist du nicht alles. Begreifen oder verstehen oder erfahren, was es heißt, alles zu sein. Du wirst Holofili niemals verstehen. Ja. Genau. Und die restlichen geschwätzigen Affen, wie lange die existieren, das hängt davon ab, wie du darauf reagierst. Du wirst das, was du lieb hast, was du länger am Leben halten und das, was du hast, nicht lieb hast, wird genauso lange in dir da sein, solange du das bekämpfst. Und wenn du loslässt, löst sich das so schnell auf. Genau. Aber das Loslassen, indem ich sage, jetzt Udo hat gesagt, ich muss loslassen, dann ist es weg, das ist Kaufmannsdenken. Dann wirst du es ja immer nicht. Es ist in dem Moment, wo du zu verstehen anfängst, Ehe von Wellen, Berg und Wellen, Tal. Für dich an dem Punkt, dass es weg ist. Es ist dann natürlich immer noch da, aber in diesem Nichts, in diesem Hilo. Genau. Wenn du schaust, taucht es nochmal auf, dann ist es abgekocht. Es ist auch wie beim Doni. Das ist ja in einem gewissen Maß für den Doni, in seinem Bergsteiger Leidenschaft, ich benutze jetzt die Passion, die Leidenschaft, Berge zu steigen, und dann wirst du halt irgendwann einmal älter. Und ich habe ihm dann eine Ersatzdroge gegeben, das waren hebräische Wörterbücher. Und dann hat er sich so auf diese Ersatzdroge fokussiert, dass er eigentlich im Großen und Ganzen genommen an die gedacht hat. Berge. Eine schöne Geschichte ein, wo wir hier gemeinsam am Mondsee waren. Dann sind wir doch da, ich weiß nicht mehr, wie diese Wand heißt. Artenswand. Nein. Was da Drachenwand. Drachenwand, das ist natürlich ein tolles Wort. Der Drachen im Osten ist ja hier ein heiliges Symbol. Ja, ja. Beginnt übrigens mit DR, die geöffneten Berechnungen des Bruders. Genau. DR 8. Auf jeden Fall, wir sind unten, es ist fast eine steile Wand, die Drachenwand geht fast senkrecht hoch. Ja. Und da ist
steht genau unten am Mondsee, ist eine Gaststätte und da waren wir essen. Und dann sind wir rausgegangen und dann gehe ich so und da habe ich ein bisschen, man sagt immer so, angefixt den Toni, weil wir ja über Bergsteigen und so überhaupt kein Thema gehabt haben. Wir reden über Holo. Und dann schaue ich so diese Drachenwand an und dann, Toni, wie lang braucht ein guter Bergsteiger, bis er da hochklettert? Wie gesagt, da geht es senkrecht hoch. Und dann habe ich gemerkt, das war so angetriggert und sofort ist bei ihm hochgekommen, das Bergsteigerprogramm. Und dann hat er sich so hingestellt, dann schaut er so hoch, ja. Wie hoch ist denn das? Das werden so 200, 300 Meter sein. Na, wenn er nicht ganz lahm ist, schafft er es in 2,5 Stunden. Gelernt. Es ist immer wieder wie wenn ich sage, das sind Sachen, es geht ja nichts verloren. Das ist das Internet. Das Internet ist Gott. Was die Leute nicht wissen, dass man normal wieder bei dem Außernet, bei dem Ausgedachten meint, das ist ja erst zu dem Zeitpunkt entstanden und da kommt immer mehr Daten rein. Jetzt spiegeln wir das. Das ist nicht zu irgendeinem Zeitpunkt entstanden, sondern das ist immer. Und da ist alles drin. Von Anbeginn der Zeit ist alles drin, was zeitlich als Momente auftauchen kann. Darum sage ich, Internet symbolisiert jetzt Gott, die Quelle allen Wissens. Und davon schaust du an. Bloß die Seiten, die dich interessieren. Denk an mein Beispiel mit der Seite YouTube. YouTube ist eine Milliarde von Internetseiten. Eine von Milliarden von Internetseiten, die wir uns jetzt ausdenken, die jetzt nur ein Chat sind. Jetzt habe ich diese Seite, dieses Chat YouTube, ein Chat. Wir selektieren aus Milliarden von Internetseiten, selektieren mir eine Kollektion von unendlich vielen Seiten. Ich benutze das Wort unendlich. Selektieren mir eine einzige raus, die nennen wir www.youtube.com. Und diese selektierte Seite wird jetzt automatisch wieder zu einem Chat. Mit Millionen, Milliarden, jetzt ist wieder, ja, wie viel sind zurzeit drin? Müssen wir mal recherchieren, wie viele YouTubes zurzeit, wie viele Videos auf YouTube abgespeichert sind. Jetzt denkst du schon wieder an Zeitpunkt. Wie viele Seiten dein Buch hat, weißt du doch noch gar noch nicht. Du kannst bloß zurückblenden, wie viel du schon gelesen hast, wie viel noch kommen, wann das Buch zu Ende ist, weißt du ja genau. Solange du es so denkst. Du hoffst, dass vielleicht, dass es 100 sind oder nicht. Ich hoffe, ich gehe mal davon aus, Dinge möchten nicht unbedingt 100 werden. Dann Sicher. warst du ja schon wieder Affe für die Sonne. Ich will 100 werden. Ich sage, oh, möglichst lang bleibe ich Affe. Es Wunschdenken. ist so, es sind wahnsinnig. Es sind alles. Und warum? Weil das Spiegelbilder deines eigenen Wahnsinns sind. Wir können den Wahn natürlich auch rot lesen. Das ist es schön. Genauso. Darum soll ich wirklich von der Einseitigkeit kriege eine feine Antenne, wie du reagierst. Auch bei Worten. Es ist ja auch gespannt dort. Immer. In mir. Und ansonsten trägt man das Kreuz, das man zu tragen hat. Das ist leicht zu tragen, glaub es mir. Mich noch nie beklagt. Na, du auch Es nicht. ändert ja nichts. Es wird ja nichts ändern. Nein. Es ändert sich, wenn du aufhörst zu glauben, dass du sagst, ich habe jetzt wirklich was Besseres zu tun, wie mich laufend drüber aufzuregen, weil mir das Kreuz wehtut. Ich habe ja immer bei Gesprächen noch gesagt, das ist nochmal ein Unterschied, ob du einen Dauerschmerz hast, einen bockenden Zahn, oder ob es nur ist, dass wenn du jetzt irgendeine Stellung hast, wo du eigentlich am Außen schmerzfrei bist, dann ist es doch schon okay. Dauerschmerz ist natürlich was ganz, was Ekelhaftes. Das treibt dich nämlich in dem Wahnsinn immer mehr versuchen, den loshaben zu wollen. Da bist du bei einem gewissen Schwellpunkt, wo du nicht mehr klar denkst, bist du hinaus. Aber das ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob wir uns das jetzt bloß ausdenken oder ob es wirklich aktuell ist. Wir Riesenunterschied. gleich sagen, wenn ein bewusster Geist für einen bewussten Geist gibt es den Zustand gar nicht. Ausdenken, da die bloß Gedanken sind, haben sowieso keine Schmerzen. Das ist meine kleine Sache mit Holo-Feeling. Dass alle, die wir uns jetzt ausdenken, die nichts von Holo-Feeling wissen. Es sind wirklich nur Gedanken. Und dir ausdenkst, denen du zusprichst, dass sie von Holo-Feeling was wissen, sind auch bloß Gedanken. Es geht jetzt bloß um dir, weißt du was von Holo-Feeling? Ich rede ja nur mit dem Geist, der sich alles ausdenkt. Du hast das Problem, nicht irgendwelche, die du dir ausdenkst. Und wenn du von Holo-Feeling weißt, dann hast du nicht richtig aufpasst. Dann wirst du feststellen, man kann durchaus umschalten, wie mit der Fernbedienung. So wie du im letzten Gespräch gesagt hast, du bist nicht das Tier, das du beobachtest.
Du bist der Geist. Theorie und Praxis, das ist, ja. Jetzt ist es begriffen, das, was du besitzt, was du hast, ich habe einen Körper, das bist du nicht. Ja. Und dann immer wieder dieselben Sätze. Das erste macht dir klar, dass egal, was du jetzt denkst, den Zahn, das Kreuz, der Rücken, ist ausgedacht. Ausgedachte Sachen spüren nichts. Da ist selbst schulmedizinisch nichts drin, was irgendwas spüren könnte. Mein Phantomschmerzbeispiel. Dein Gehirn gaukelt dir vor, dass das Bein noch da ist oder der Arm noch da ist, wenn du amputiert bist. Das sind Phantomschmerzen, da kann ich nichts machen, sagt der Mediziner. Ich muss dich zum Neurologen schicken, zum Psychiater. Das Gehirn gaukelt dir vor, dass das Bein noch da ist. Ich sage, dein Gehirn gaukelt dir einen Körper vor, dein Gehirn gaukelt dir eine ganze Welt vor, einen Traum vor. Gehirn ist ein Intellekt. Es gaukelt dir auch ein Gehirn vor. In dem Moment, wo du jetzt eine Bestätigung von irgendwelchen Menschen, sprich Gedanken haben willst, hast du noch nicht die Größe, die Schuld auf dich zu nehmen. Ja. Du musst der Erste sein. Ja. Genau. Mit Schwätzern zu diskutieren, das kann durchaus eine Zeit lang Spaß machen, aber irgendwann geht es da auf den Keks, weil du feststellst, da ist Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt. Ja. Dann ist es ein Gespräch zwischen Cleverbot, dann machst du dich selber zu einem Cleverbot. Du reagierst genauso wie dein Gegenüber, weil du ihm was erklären willst, dass er was verkehrt macht. Lernen tut nur der, der das im stillen Hintergrund das beobachtet, ohne sich einzumischen. Das kannst du durchaus auch noch selbst sein. Selbst wenn du mit einem diskutierst, ist es ein Lernprozess, vorausgesetzt, es ist ein Geist dort, der das wertfrei beobachtet und selbst sein eigenes Ego laufen lässt und sich nicht so einen blinden Arschloch macht und sich jetzt sagt, halt den Mund, das bringt doch nichts. Es wird ruhig werden, wenn du die Sinnlosigkeit erkennst, aber die Sinnlosigkeit von gewissen Aktionen dieses Affen, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, zu erkennen, muss einer da sein, der förmlich neben den Affen steht und ihn beobachtet. Wie oft habe ich gesagt, wenn wir sagen, der steht daneben sich, das ist was Negatives in der Anerzogenen, immer um 180 Grad drehen. Du musst neben dir stehen und dann wirst du irgendwann begreifen, dass dir jeden Moment den Vogel raushaut. Das ist auch als so ein Zitat. Vogel ist bistabil aufgesteigte Welle, die haut den Vogel aus dem roten Kopf raus. Weil deine Gedanken werden, ist VGL. Hammerschläge. Ja, es ist Sprache. Deutsche Sprache, einfache Sprache. Ein. Nicht existierend. Genau. Sind aber alles Facetten von Ach. Ja. Ja, so ist das Leben. Danke, danke, danke. Und man muss ja nichts tun, als wird man von alleine. Ja. Man alterniert von All eine. Ja. Von dem All, das das eine, das nicht existierende ist. Man alterniert von alleine. Ja. Wie gesagt, genau. Rechnen ist viel zu viel den Kopf mit dem Überleben. Das ist doch alles da, wo ich brauche Geld zum Überleben. Ja. Weißt du, ich kann da immer wieder bloß sagen, wenn du die Demut hast, dass du sagst, was jetzt all die Sachen habe ich schon lange nicht mehr gesagt, was brauche ich, um glücklich zu sein? Muss ich jetzt erst doch mal wissen, was das Wort glücklich bedeutet. Ja. Und ich sage, solange du zwanghaft jeden Morgen als Trockennasenaffe groß wirst in dieser Rolle, dann brauchst du drei Dinge, immer die berühmte Trinität. Wenn du einen Durst hast, brauchst du was zum Trinken. Das Problem stellst du mit einem Wasserhahn ab. Wenn du einen Hunger hast, brauchst du was zum Essen. Sonst ist rein biologisch jetzt, biologisch, lebendig logisch. Was meinst du mit, wie wenig jetzt materiell gesprochen, mit wie wenig Geld du dich satt machen kannst, zufriedenstellend satt machen kannst? Da reicht Hartz IV locker aus. Und wenn es Wind ist oder kalt ist, brauchst du irgendein kleines Loch, dass deine der Arsch abfriert. Und wenn die drei Sachen gegeben sind, kannst du eigentlich schon glücklich sein. Warum bist du es nicht? Es ist der Hass in dir, weil du viele Sachen nicht haben willst, die machen dich unglücklich. Das, was du nicht haben willst, macht dich unglücklich. Und weil du viele spezielle Sachen haben willst, wo deine Logik dir einredet, das brauche ich, um glücklich zu sein. Und wenn es ein Zungenbiersing ist oder der Du ist, das bringt dich durcheinander. Dieses Programm, das du nachäffst, das du gar nicht haben wolltest, wenn du dir das nicht wie ein Virus eingefangen hättest. Dasselbe gilt jetzt für Corona-Ding. Das Dilemma des Corona. Wo jetzt die Wissenschaftler sagen, es hat sich ja bis jetzt nichts rausgestellt, wo ich sage. Ja. Langhaus, Marion, Dottalier.
Und jetzt die schöne Überschrift: 52.000 Krebsoperationen wurden abgesagt wegen Corona, dass die Kapazitäten für Corona frei bleiben. Ja. 52.000 Krebsoperationen. Wohlgemerkt in Deutschland, glaube ich. Mhm. Weil ja alle Operationen, die nicht lebenswichtig sind, wurden in die Zukunft verschoben. Aber sind Krebsoperationen überhaupt lebenswichtig? Jetzt machen wir mal ein Gegenwart, machen wir den Hammer. Wenn du das Hammer-Prinzip begriffen hast, und ich unterstreiche jetzt, dass es ist so, wenn wir in der Zeit zurückgehen und du wüsstest es nicht und du würdest nicht welche jeden Bibifax zum Arzt rennen, wenn es dir schlecht geht, dann wirst du nämlich feststellen, dass eine Krankheit, ein Unwohlsein kommt und es vergeht wieder. Ich mache jetzt einmal in jungen Jahren. Es kommt und es vergeht wieder. Ja. Jetzt fühlst du dich schlecht, aber da ja die Schulmedizin als Krankheitenerfinder das aufgebläht hat, rennst du zum Arzt, die jetzt übrigens panische Angst haben, weil die genauso Wirtschaftsunternehmen sind wie alle anderen, die von Krankheiten leben. Gott sei Dank stirbt die Krankheit nicht aus, sondern die Ärzte, die tun ja alles Mögliche dafür, und die Pharmaindustrie, dass es nicht so ist. In dieser unbewussten Scheinheiligkeit, wir müssen alle impfen, dass keine Krankheit aufkommt. Mhm. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, wenn du vollkommen unparteiisch und wertfrei einmal diese Zustände beobachtest, die du dir ausdenkst. Ich urteile nicht, ich beschreibe jetzt vollkommen wertfrei, dass du diese unglaubliche Schizophrenie von den von dir ausgedachten Affen erkennst. Affen sind Affinitäten. Mhm. Und jetzt kommt der Hammerschlag, das sind Spiegelbilder deiner Logik, deines Programms. Mhm. Es sind deine Fehler, nicht die von denen, die fehlen. Ja. Du das, in dir fällt das, was du dir ausdenkst, weil du meinst, du hast damit nichts zu tun. Mhm. Und jetzt kann ich wieder sagen, mit wem hat denn ein Gedanke denn sonst was zu tun? Sagst du das dann mal mit dem, der sich das ausdenkt. Das sind doch jetzt alles nur Gedanken. Jetzt im Moment sind es Gedanken. Das sind sonst einmal nur Worte. Ja. Was machst du aus den Worten für Vorstellungen? Das solltest du wiederholen bis zum Erbrechen. Ja. Auf jeden Fall diese Operationen. Wir sind einmal, früher ist man nicht welcher jeden Bibifax zum Arzt gerannt. Und dann wäre das von alleine wieder weggegangen. Ja, genau. Das Verrückte, jetzt rennst du zum Arzt und der stellt fest, dass du Krebs hast und jetzt geht der Hexenkessel los. Meine berühmte Sache im Almener Vortrag mit du, ich habe da einen dunklen Leberfleck auf dem Oberschenkel. Fragezeichen. Und sagt, und jetzt willst du von mir wissen, ob ich zum Arzt gehen soll. Das ist das Prinzip. Angst. Genau. Der ich Virus. Dass du von mir keine Antwort kriegst. Ich kann aber bloß sagen, wenn du zum Arzt gehst, ist es höchstwahrscheinlich, dass der sagt, es ist nichts. Es kann aber auch sein, dass er sagt, es ist Hautkrebs. Und dann gehst du durch die Hilfe der Chemotherapie. Jetzt können wir das aber anders machen. Du hättest jetzt nicht diesen Virus von Krankheitenerfinder in dir drin, sondern von klein auf wärst du erzogen, dass wenn einer einen Leberfleck auf dem Oberschenkel hat oder irgendwo, dass das ein Gottesmal ist, dass du ein Auserwählter bist, der ewig lebt, dann würdest du jeden Morgen hinschauen, scheiße, ich habe immer noch keinen Leberfleck, ich habe immer noch keinen so dunklen Leberfleck auf der Haut. Dann würdest du eine komplett andere Vorstellung, eine andere Welt aufbauen. Mit Wollen kannst du aber deine Gedanken nicht verändern. Das ist das große Problem. Wo ich immer sage, ich will ja nur gesund werden, weil ich krank bin. Ich sage, du bist krank, das ist gleichzeitig da. Du musst irgendwann einmal deine Vorstellung von Kausalität umändern. Ein nicht mehr chronologisches Denken in dir aufbauen. Die Henne und das Ei ist wie die Mutter und das Kind. Was war zuerst da? Und das, was bewiesen ist, was du siehst, um das mit der Henne und dem Ei nochmal zu sagen. Zeig mir bitte ein Ei, wo eine Henne rauskommt. Eine Sekunde, bin gleich wieder. Zeig mir ein Ei, AI heißt ja nichts. Und sehr ja. Zeig mir ein Ei, wo eine Henne rauskommt. Ich kann jetzt durchaus mit meiner Logik aufbauen, das Ei zerspringt und es kommt der Küken oder Vögelchen raus. Ja. Wir bleiben bei der Henne, aber niemals eine Henne. Ja, genau. Das Küken wächst ja. Ich sage, das ist ein logisches Konstrukt. Genau. Du kannst eine Henne sehen, wo ein Ei rauskommt, aber nicht ein Ei, wo eine Henne rauskommt. Genau. Und diese Umwandlung dann von bis zu unseren Archäopteryx runter, zu den Reptilien, dann immer alles kommt aus dem Meer. Sag ich doch. Ja. Das Leben ist im Meer entstanden. Sag ich doch. El Hayom war das Meer. Ja. Da oben, Beroshit. In diesem Kopf, Berosh, in diesem Kopf. Shit. Wird denn was aufgebaut, hingestellt? Ja. Genau. Inmitten dieses Kopfes wird Welt erschaffen. Ja. Aber wie die auf Hebräisch heißt, ein Brandopfer. Brandopfer.
Der von Augenblick zu Augenblick, das Opfer, die Opferung, Selbstopferung. Du kannst erst was vollkommen Neues werden, wenn du das Bestehende opferst. Jetzt kann ich nochmal sagen, ein Säugling muss letztendlich sich selbst opfern. Ich habe das ja mal früher in einer schönen Sache gehabt, man kann das nicht oft genug hören. Es ist, wenn ich was zum Fressen gern habe. Erinnert ihr euch noch, altes Beispiel mit dem Pflänzchen. Ich sage, wir denken uns jetzt einmal ein Samenkorn und das Samenkorn legen wir in die Erde. Erde heißt erwecktes Wissen, Hebräisch. Und jetzt passiert da was, dass dieses Samenkorn irgendwann einmal zum Keimen anfängt. Das heißt, es treibt ein kleiner Trieb raus, der den Himmel sich entgegenstreckt. Dazu muss jetzt erst einmal aus der Erde, aus dem erweckten Wissen herauswachsen. Ich erkläre dir die Symbolik. Dieses kleine Ding wächst aus der Erde heraus, aus dem erweckten Wissen. Ja. Grün. Ja. Ja. Intellekte, berechnete Affinität. Jetzt ist interessant, was passiert jetzt unten mit dem eigentlichen ursprünglichen Keim, mit dem Samenkorn. Da breiten sich kleine Wurzelchen aus. Die Wurzelchen, die breiten sich ja zuerst einmal aus in dem Korn selber. Und jetzt wächst es unter der Erde, in der Erde, im erweckten Wissen, was ja übrigens diese Erde heißt Adama Ha. Adam ist der Mensch und Adam Ha wird ja normal mit Erde übersetzt. Das ist aber rein der Ackerboden. Ja. Okay. In diesem Korn, ich nenne es jetzt einmal Korn, in diesem Kügelchen, ist innen ist diese Verzweigung, diese kleine Verwurzelung und irgendwann ist es zu eng und dann ist nur noch der Wurzelbalg da und von dem Korn ist nichts mehr da. Das heißt, in einem gewissen Maß, dieser nicht existierende Keim, der hier jetzt Wurzeln schlägt und dann natürlich den Trieb nach oben macht, der frisst das Korn auf. Und dasselbe passiert, dieser Satz, wenn ich jetzt im Jetzt bin, hat nicht in einem gewissen Maß das Schulkind den Säugling aufgefressen, in dieser ständigen Verwandlung? Hat nicht dann der Jugendliche das Schulkind aufgefressen, der Erwachsene? Den Jugendlichen, der Greis frisst, der Gera ist der geistige Spiegelbewusstsein, frisst alles, was es sich ausdenkt, auf und dann kommt Gaia. Asche zu Asche, Staub zu Staub, dieser ausgedachte, symbolische, körperliche Mensch geht jetzt, wird aufgefressen wieder von der Erde. Ja. Von der Erdkugel. Genau. Aber was da ständig immer ist, ist der, der es sich ausdenkt. Denkt. An dem verändert sich nichts. Ja. Weißt du, da kann ich 10-mal jetzt bei älteren Menschen sagen, Toni, du warst wie oft auch zu Inge, wenn der das Leben jetzt, das du zurzeit lebst, ob das das Inge-Leben, das Toni, das Helebe-Leben, welche auch Namen sind austauschbar, durchlebt, wenn du mal dieses Alter erreicht hast, wenn du mal in diese Kategorie kommst, das kann man vorher auch schon überprüfen, oder wird es dann richtig bewusst, wirst du feststellen, ich bin eigentlich immer noch dasselbe Ich. Ja. Dann schaust du in den Spiegel rein und du wirst immer mehr erkennen, das bin ich nicht. Wie viele Bilder habe ich von mir schon gesehen, wenn ich in den Spiegel reinschaue, wo ich sage, das bin ich. Und ich sage immer wieder, du bist nicht das im Spiegel und nicht das vorm Spiegel. Du bist der Spiegel. Du bist doch ein G-Reihe-S. Du bist ein Geist. Im Spiegel. Da kommt der Schöpfer Gottes, der reines Bewusstsein ist. Das bedeutet Kreis. Ja. Ewig. Das macht's aus. Ohne Anfang und Ende. Genau. Jetzt hast du durchschaut, ich wurde ja nie, wie wird aus was wird nichts herausgeboren? Ein ausgedachtes Nichts ist nicht nichts. Dieses Denken, dieses um sich herum verstreuen, das macht Lebendigkeit aus. Das kann man dann nutzen, es ist nicht, dass das aufhört. Ja. Es ist nur der Unterschied, mache ich es bewusst oder unbewusst. Genau. Weißt du, es ist vollkommen eine Geistlosigkeit, Angst zu haben, dass ich irgendwas, was du dir ausdenkst, dass du das nicht mehr besitzen könntest, dass sich das auflöst. Schau doch einfach. Du brauchst keinen Intellekt. Schau, es löst sich doch schon in dem Moment auf, wo du nochmal hinschaust. Ja. Und im feinstofflichen Gedanke löst sich doch schon auf, wenn du den nächsten Gedanken denkst. So. Muss ich da irgendwie, wenn ich es auch verkopft, merkst du jetzt diese einfachen Sätze? Diese einfachen Sätze. Die sind sofort überprüfbar, hundertprozentig sicher, wenn sich nicht schon wieder dein Intellekt und deine Logik einmischt, die das nicht ums Verrecken holen. Effere Ecken. Wahrhaben. Ja. Und dann kann der Udo wieder sagen, das Prinzip mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Ich bin der Erste, ich weise dich bloß auf Sachen hin, die jedes Kind sofort überprüfen kann. Ja.
das, was in dir wirkt, ist ein Geschwätz von intellektuellen Besserwissern, von Professoren, von gescheiten Menschen, die sind geschieden. Die ganzen Aussagen kannst du genau genommen, wenn du wirklich einmal genau bist, nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ja. Wie willst du überprüfen, ob du von deiner Mutter geboren wurdest? Geburtsurkunde, ich frage meine Mutter, wenn sie noch lebt. Es ist alles wieder Geschwätz. Es sind doch die Könner, das sind doch Figuren in einem Raum. Du mauerst dein Gefängnis immer mehr zu. Mein berühmtes Gefängnis, Ausschnitte aus Offenbarungsschriften, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Ja. Das Gefängnis ist deine Logik, die du mit aller Gewalt nicht erweitern willst, sondern vollkommen für alle intronisieren willst, die du dir ausdeckst. Ja. Jetzt lasse ich natürlich welche auftauchen, die nicht deiner Meinung sind, weil sie dir andere Perspektiven vor Augen führen und die bekämpfst du, weil du von anderen Perspektiven nichts wissen willst. Wir setzen mal wieder statt das in die Wohnung. Du willst dazu nur Schlafzimmer sein. Du willst von einer Küche, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer überhaupt nichts wissen. Weil das Lügengeschichten sind. Ich sehe doch, dass es bloß das Wohnzimmer gibt. Aber du gehst aus dem Gefängnis nicht raus. Obwohl die Tür offen ist. Ja. Weil deine Logik sagt, entweder da außen gibt es sowieso nichts. Es ist immer das Überwinden dieser Logik. Das höhere System kommen, ist das jetzige System ein Untersystem. Das heißt, du verlierst eigentlich nichts. Schau jetzt wieder, das Göttliche ist diese einfachen Beispiele, die ich euch gebe. Und du spitzt es alleine, du musst mit keinem Menschen drüber reden, weil die Menschen, die du dir ausdenkst, das eh nicht verstehen. Ich mache Selbstgespräche. Darum nennt sich das Solo-Feeling Selbstgespräche. Ich erzähle es mir selber. Genau. Das heißt, ich denke mir jetzt einen Udo aus, der mir das erzählt, dass ich das einmal irgendwann begreife, wer ich wirklich bin. Und dann kriege ich immer mehr, was der Udo mir erzählt, dass ich nicht der bin, der ich jetzt zu sein glaube. Und der Udo sagt dir, ich bin jetzt auch bloß ein Gedanke von dir. Und alles, was ich dir jetzt erzähle, erzähle ich dir, weil du das jetzt träumst. Ich habe doch keinen Einfluss mehr drauf. Meinst du, ich habe jetzt den Einfluss drauf, dass ich jetzt hier die Hand auf dem Bildschirm halte? Was passiert jetzt eigentlich? Ist das schon wieder Konstruktion, dass du meinst, da außen ist ein Udo? Ist das überhaupt eine Hand? Hörst du jetzt eine menschliche Stimme? Das klingt fast ähnlich. Wie sagt der Udo immer, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Genau. Entweder hast du das verstanden oder du hast es nicht verstanden. Ja. Und solange du nicht weißt, was 100% sicher heißt, müssen wir gar nicht weitermachen, wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dir mal selbst bewusst machst, was ist eigentlich 100%ig sicher. Und dann, wenn du deine bisherige Meinung, die nicht deine Meinung ist, sondern die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher, wenn du das einmal versuchst, genau zu überprüfen, wenn ich sage, dann wirst du feststellen, all das, was die dir erzählt haben, was angeblich 100%ig sicher ist, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du kannst immer eigentlich nur das Gegenteil überprüfen. Über 99% deiner 100%ig sicher, angeblich sicher bewiesenen Fakten haben mit einem Faktum, mit einer hier und jetzt überprüfbaren Tatsache überhaupt nichts zu tun. Ja. Zeig mir das Wasser, wenn du Wasser jetzt hier dir vorstellst, wo es ziemlich, als ziemlich wahrgenommene Information vorliegen hast, dass das aus Wasserstoff- und Sauerstoffmolekülen besteht. Du kannst mir so viel erklären, habe ich aus das Buch heraus. Du kannst mal Zeichnungen machen, ich will die Wassermoleküle sehen. Ja, die sind ja so klein. Die menschliche DNA ist ja so unvorstellbar klein. Selbst wenn du die jetzt auf einem Computer, wir haben jetzt ganz neu in, was weiß ich, 20 Jahren gibt es Elektronenrastermikroskope, die dann so groß vergrößern können, dann siehst du trotzdem bloß am Monitor. Ja. Es sind logische Konstrukte, es sind alles logische Konstrukte. Genau. Und du musst dich auf diese neue Erkenntnis einschießen, wenn du ein Auserwählter bist. Und du bist ein Auserwählter, weil du mich jetzt sprechen hörst. Und nur du kannst wach werden. Niemals irgend, du kannst die Figuren in deinem Traum nicht retten. Spätestens, wenn du wach bist, sind die sowieso alle in dir drin. Jetzt denk wieder an den Calvinismus. Den spreche ich aber jetzt nicht an. Frühere Selbstgespräche. Genau. Der Wahn der Religion und der Menschheit. Wir sind wirklich 2020 in einer Wandlung. Und jetzt in einem Videospiel, du hast die Freiheit, entscheidest du dich für dich selbst, für uns, für mich, UB, für Gott oder für die Welt. Das wird maßgeblich, was du als nächstes erlebst, wird es verändern. Und ich sage immer wieder, du wirst ewig sein, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Aber du wirst so lange leiden und kämpfen und leiden und kämpfen, bis du dich einmal für den jetzt offensichtlich, dass du mal komischen, unbekannten, unlogischen Weg entscheidest. Es geht nur um die Entscheidung, den Rest mache ich.
Und als Brösel macht man auf der Bröselebene das, was die Logik vorschreibt. Da hilft man gegenseitig das, was du dem Nächsten tust. Das tust du mir und ich bin du. Das tust du dir selber im Positiven wie im Negativen. Ja. Ich kann immer wieder nur sagen, meine Jesus-Sprüche sind Hammerschläge. Jeder ist ein Hammerschlag. Meister, wann sind wir frei? Inge, erinnerst du dich noch? Christian Schneider Hochzeit, 70. Geburtstag. Zieh dich Splitterfaser, geh auf den Marktplatz, zieh dich Splitterfaser nackt aus und scher dich einen Dreck drum, was die Menschen von dir denken. Max, einfach tanz. Tanz ist schon. Inge, du warst unser Beispiel. Ja, ich weiß und es. Wie gesagt, so weit bin ich noch nicht. Ja, ja. Da habe ich gesagt, darum geht es gar nicht. Ja. Wo mir es darum geht, ist, dass dir bewusst wird, dass dein Programm das noch nicht zulässt. Ja. Und in dem Moment, wo du weißt, dass dein Programm das zulassen würde, musst du es nicht tun, weil du musst dir selber nichts beweisen. Eben. Dann musst du es auch nicht tun. Und die anderen, was die von mir denken, was sind die anderen? Ein Gedanke, den du denkst. Kann ein Gedanke, den du denkst, was anders denken, wie du denkst, dass er sich denkt? Merkst du jetzt das Gefängnis, wie sich das aufhängt? Wie oft habe ich das erzählt? Meinst du, wenn du das jetzt hörst, vielleicht zum 100. Mal, dass du es verstanden hast? Es erscheint dir logisch, wie sieht es aus in der Praxis? Theorie und Praxis. Theorie ist nur eine Möglichkeit. Theorien, Thesen sind Sichtweise. Was ist die Praxis? Lebst du es? Eben. Dieses, oh, ich glaube an Gott, ich habe alles verstanden. Sei vorsichtig mit solchen Gedanken. Ja. Weil ich werde dich eines Besseren belehren. Pollen und Zähne klappern. Ich sage immer wieder solche Stellen, wenn wir jetzt einen Ugur als Symbol nehmen, was ja auch Glück heißt, sind aber jetzt hast du mal Gedanken. Genau. Diese Figur als Ding an sich ist ein Gedanke, den geht super gut, wenn wir nicht an ihn denken. Wenn wir an ihn denken, ist er so, wie wir ihn träumen. Genau. Es geht nicht um den Ugur und es geht nicht um den, der du zu sein glaubst, der sich eventuell darüber aufricht oder nicht aufricht. Es geht um den, der träumt. Und der träumt, zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Ugur-Programm hast, ich zerstöre den Chat oder was auch immer. Da kann ich immer wieder sagen, wenn du es bewusst machst, ist es in Ordnung. Wenn du es unbewusst machst, du wirst den Dorf verfluchen, wo du nicht auf mich gehört hast. Und da hat nichts mit Gnade. Ich habe den Geist habe ich schon längst vergeben. Die Größe kannst du schon jedem vergeben. Ja. Das bin ich ja. Hast du die Größe, dass du jeden, der in dir auftaucht, vergibst, weil du verstanden hast im tiefsten Innern, dass das jetzt eine Figur in einem Traum ist, die ja definitiv gar nichts anderes machen kann, wie du träumst. Ja. Und jetzt wichtig, dass du dich als träumenden Geist ja genauso ausdenkst, der ja gar nichts anderes machen kann, wie das Träumen, was er jetzt träumt. Ist ja auch was Ausgedachtes. Genau. Und dann kann man tausend, wie oft habe ich jetzt wiederholt mein Beispiel, wir setzen einen träumenden Geist parallel zu einem Einfallspinsel, zu einem Pinsel. Ein Pinsel malt ein Bild, ein träumender Geist träumt eine Traumwelt. Ja. Das ist da sein Müssen. Das ist da sein Müssen und das ist bewerkstelligt. Ein Pinsel malt ein Bild. Malt er jetzt das Bild oder malt er es nicht? Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Ich denke mir jetzt an Grönemeyer aus. Ich denke mir an Udo Jürgens aus. Meinst du, dass der Udo Jürgens sich raussuchen kann, was ich mir jetzt denke, was er für Lieder geschrieben hat? Dass er diese Lieder schreiben ließ und den Udo Lindenberg. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du bestimmst natürlich, dass der da außen ist und du damit nichts zu tun hast. Versteh doch mal, wie geistlos, wir sind jetzt rein im Bereich der Gedanken, wie geistlos bist du eigentlich? Du denkst dir aufgrund der Worte Udo Jürgens ein Musiker aus, weil dein Programm jetzt dieses Wort umbaut, diese Datei aufmacht auf dem Bildschirm und feinstofflich. Und du meinst, du hast mit dem Gedanken nichts zu tun. Genau. Das ist doch immer noch der Fall die meiste Zeit. Schalt den Computer aus und du gehst auf die Arbeit oder du machst dieses und jenes. Oder ich sage, es muss bloß das Handy klingeln, wenn du alleine bist. Und dann bist du weg vom Fenster, meine ich. Dann schaust du ja eigentlich schon wieder eigentlich nur in deinen Kopf nach außen. Ja. Dann hast du nur Geräusche und aus den Geräuschen machst du Vorstellungen, was du tun musst. Ja, ich komme heute Nachmittag bei dir vorbei. Das passiert ja in dem Programm. Ja. Aber ist da einer da, der sich jeden Moment bewusst macht, was die Worte ihn für Vorstellungen auslösen? Das ist das, wo man jetzt arbeiten muss. Das ist keine Arbeit, die man körperlich tut, sondern es ist einfach eine Bewusstwerdung, dass ich
Versuch jeden Moment mir bewusst zu machen, es ist jetzt ein Moment, der aufgetaucht ist. Und dann legt sich sofort meine Interpretation hin drüber. Was ganz wichtig ist, dieses komische Eigenartige, ich drücke es anders aus, diese Hartnäckigkeit, dass man nicht loslassen kann, ständig zu interpretieren, wer das gemacht hat oder wann das in der Vergangenheit entstanden ist. Das Einzige, was du dazu musst, du musst schauen, ohne zu interpretieren. Ja. Du brauchst, um zu schauen, ohne zu interpretieren, kein Wissen, sondern das macht dir dein Wissen bewusst, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Genau. Die wissen nichts, die lernen. Mhm. Und die lernen, indem sie einfach schauen. Und dann Verknüpfungen in sich aufbauen. Das ist aber sehr trügerisch, wenn schon mal ein Verknüpfungssystem, ein logisches System von einem anderen in dir drin ist. Ja. Du hast aber in dir einen göttlichen Logos. Du hast in dir den göttlichen Logos, die Weisheit. Das ist die eigentliche Philosophie. Mhm. Die Liebe zur Weisheit, du hast Liebe zu Wissen. Wissen ist unendlich, Weisheit ist ewig. Das heißt, Philosophie heißt eigentlich Liebe zur Ewigkeit, die man selbst ist. Liebe zu Gott, der alles ist. Ja. Wo ich schon gesagt habe, das Wort Gott, Kleinfeld-Vortrag, schreibe ich das Wort Gott an die Tafel. Schauen wir uns das einfach mal an, da haben wir einen Geist. Dann haben wir das O, den Augenblick. Wir machen mal den Augenblick. Wir können natürlich das O auch als Waff lesen. Mhm. Aufgespannt. Ja. Ändert sich ja nichts. Ja. Und dann haben wir die zwei harten T. Und dann habe ich das hingestellt, wenn ich dort den Strich, wenn ich die zwei T drüber mache, dann kriege ich ja Pi. Ja. Mhm. Jetzt wenn ich aber was, das G-Waff auch das Innere heißt, wir sind wieder bei den Eingeweiden. Ja. Das Innere heißt, dann ist es das innere Pi. Wenn ich das G-Waff Go. Wenn ich das rot schreibe, heißt es das innere Pi. Und das ist die Weisheit Gottes. Zufall? Ja, wenn der sich, der legt sich ja alles so zurecht, dass es für ihn passt. Eine Kritikermutung. Der legt sich ja alles zurecht, dass es für ihn passt. So, warum magst du das nicht auch? Ja. Ja. Genau. Gegenfrage. Ja. Das ist doch das, was du mit Holofeeling kannst. Dass alles, was in dir auftaucht, von dir so zurechtgelegt wird, dass du es wieder in dich reinlegen kannst. Dass es eigentlich nie entheiligt wird. Mhm. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Unendlichen Dank und Liebe. Liebe an euch. Und Liebe. Und meine Freude ist euer Vertrauen in mich. Ja. Absolut. Absolut. Ehre, wem Ehre gebührt. Wirklich war, jawohl. Wer den drauf liegt. Also ja. Ein bisschen gesprochen. Ja, wir schauen mal weiter. Schauen wir mal weiter. Was muss uns noch alles machen? Ja. Genau. Lass uns überraschen. Das hängt von denen ab, die uns jetzt ausdenkt. Ja. Das ist jetzt Verrückte. Das kommt jetzt dieses Uns. Was ist es Uns? Genau. Das Uns ist erst einmal Ich, ein rotes Ich mit einem blauen Ich. Ja. Das führt uns zu Lila, Laila, in die Nacht. Die Existenz in der Acht, das ist die weibliche Eins. Acht ist gleich echt. Ah, als Vorsilbe gelesen, in Schrecken versetzt werden. Jetzt ist das Wort Schrecken überhaupt nichts Negatives. Ja. Neutral lesen. Shin R heißt ja fast. Ja. Dann muss ich natürlich auch wissen, wenn du in die Etymologie des Wortes Frau gehst, jetzt in die normale weltliche Etymologie, wirst du feststellen, dass das Wort Frau eigentlich von Fürst kommt, vom Führen, von Führerin. Ich sage immer, die Frau ist die Logik, die führt dich an. Mhm. Mach du oder immer, schau. Das sind so Kleinigkeiten, setze ich mich so hin. Was, wie ich meine Frau kennengelernt habe? Ihr kennt das, dann habe ich ein Taschentuch rausgehalten und habe ich gesagt, schau mal. Weißt du, was das ist? Der Udo. Sag ich zu meiner Maria. In deinen Händen. Ich höre auf meine Frau. Ich muss öfter auf meine Frau hören. Ja. Aber zwei Seiten, aber sie auch auf mich. Mhm. Erst im Gleichgewicht. Das ist wie eine Waage. Genau. Weil deine Logik hat ihren Sinn. Mhm. Das heißt, hörst du mal auf deine Logik, was die sagt. Es ist aber Frau, es ist weibliche Logik. Mhm. Und dann kommt die männliche Logik dazu. Und jetzt haben wir wieder die Patrize und die Matrize. Mhm. Das ist ja die Patrize, da steckt der Bader, da kommt das Bettschaft mit her, das ist das Stempelkissen, der prägt was ein.
Die Matrize ist genau gespiegelt, das ist eine Hohlmatrize, wenn du magst, in der Druckebene. Genau. Und beide zusammen, gleichzeitig, die machen wieder die Ebene. Ja. Und das ist die Waagschale. Es geht nicht darum, wenn eine sagen, das weibliche Wissen muss intronisiert werden, das männliche Wissen muss intronisiert werden. Nein, beide gleichzeitig. Genau. Der ganze Genderwahn in der heutigen Zeit, ja. Ehe, das ist nur Einseitigkeit. Es geht nur um Einseitigkeit. Genau, nur Macht. Ja. Die Symbolik verstehen ist eine ganz andere Sache. Ja, ja. Genau. Es ist Leid, Leid und Unwohlsein, das du empfindest, ist, weil du auf die Frau hörst, die die Einseitigkeiten intronisiert und der Mann sagt jetzt, dass wir müssen das heilen. Was ist mehr Liebe, Vaterliebe oder Mutterliebe? Wieso Liebe ist immer Liebe unter Zwang, bis du in den roten Bereich reinkommst. Genau. Okay, jetzt ist aber genug. Ja. Danke, wir lieben dich. Bussi an die Mario. Bussi an die Mario. Papa, ich hätte nicht gedacht, Weise. Ihr Lieben, Papa. Papa. Hallo, wir sind die übrig gebliebenen. Ja. Bei dir tut sich auch einiges im Rücken, oder wie? Ich habe die Hüfte, weißt Ach du? Ach so. Aber es hat auch das Gute dran, weil ich das nicht täglich habe, weißt du? Das sind so Schübe, die da kommen. Ja. Das finde ich jetzt von unserem Ober-Ober-Lehrmeister sehr intelligent eingefädelt. du kriegst immer Erholungsphasen. Ja. Wenn es dann reinhaut, gell, Toni, du hast, kannst, ja. Dann möchtest du, in dem musst du so viel positive Fantasien in dir entwickeln, um es wirklich zu machen, weißt du? Genau. Also das ist schon harter Tobak. Aber dann, und das finde ich dieses so schön trotzdem, dann gibt es Tage, wo du nichts spürst, ja. Aber interessant ist in der Beobachtung, dass man direkt drauf wartet, wenn man sich setzt oder wohin, dass wieder der Schmerz kommt, weißt du? Aber die Lösung, also die ich für mich gefunden habe, ist eigentlich, wenn ich dran denke, wenn es da ist, denke ich auch dran, okay, ich mach mir, nehme ja keine Tabletten oder Bomben oder so, ich mache mir ein Heizkissen, Arnika, und es tut mir gut und hilft auch, nicht Heizkissen, eine Wärmflasche. Ja. Und einfach sagen, was kommt, geht auch wieder, weißt du, diese Einfachsätze. Ja. Und wenn es arg ist, ja, dann bleibe ich halt liegen, weißt du, ich habe ja keine Termine oder. Ja. Ne? Also im Prinzip leben wir ja in paradiesischen Umständen, trotz dem Wehwehchen, was mal kommt. Genau. Also finde ich so. Ja, ja. Und da kommt auch das A des Ertragen, da kommt auch die Dankbarkeit her, wenn man im Lebensbuch auch ein bisschen rumblättert, ja, dass ja, der Zustand fast, man muss aufpassen, dass man nicht hochmütig wird, weißt ja. du? Ja. Mhm. Ja, es kann auch sein, dass das dann übertourt. Genau. Dann immer schön die Balance finden, aber wir müssen einfach feststellen, im Alter gibt es einfach jetzt, und es gehört dazu, Dinge, wo man auch dem Körper nicht mehr das zumuten kann und sollte, was wir mal machen konnten. Ja, das ist ja ein Eingestehen von der Vernunft. Ja. Und ich muss nicht mit 80 fit wie ein Turnschuh sein. Ja. Aber es ist ja modern, sagen wir mal. Also dieses total das Spüren, was in dir da hochkommt, und mit dem ganzen, ich sage mal, dem Werkzeug von Holofeeling, das ist ja so viel zum Gebrauch dabei. Und das tut nicht weh, weißt du? Ja, genau. Und das ist dann also auch eine Erkenntnis, dass es doch eine Medizin gibt, die nicht verschrieben werden muss, die also nur in uns selber stattfindet. Und ja, und das finde ich ein kleines Wunder. Ja, ja. Als ich mit in der Bank mal war, da war der Peter Margot, wie heißt der Nachname? Der Peter. Ah, Fetting. Fetting.
stand der mit dem Auto neben meinem Auto. Mein Sohn war in der Bank und hat erledigt und seine Margot war in der Bank, hat auch erledigt. Und er war Chauffeur. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Aber warum ich das ganz schnell erzähle, ist, und dann hatten wir ein Gespräch von Fenster zu Fenster im Auto sitzen. Ja. Und da ging es auch, er hat ja Alter, Schmerz, Knie und so weiter. Und dann haben wir darüber gesprochen und da kam während des Gesprächs, und das fand ich so toll, etwas raus, dass also ich für mich habe gesagt, dass es auch ein Segen ist, ein Geschenk ist, wenn wir im Alter einen Schmerz haben. Ja? Also ich sehe es wenig, ich kann es so sehen. Ja? Und dass dann viele Dinge natürlich nicht mehr möglich sind, die muss man dann halt aufgeben oder opfern. Ja? Ja. Aber man hat, wenn man hat Bücher, man hat was anderes, man Blumengarten oder ich weiß nicht was, ja. Einfach, man wird sich immer betätigen, aber genau. In Rücksichtnahme zu dem Zustand, den ich habe. Ja. Ja. Und der Körper wird dann wirklich immer unwichtiger. Also kurzum, und dann hat er so gesprochen, als ich aber das gesagt habe, eigentlich müssen wir dankbar sein, dass wir so eine kleine Behinderung haben, weil da kommen wir viel schneller in uns rein, ohne dass wir jetzt groß viel lesen, weil das sind Erfahrungen. Schmerzerfahrungen waren schon immer die besten, ja? Ja. Aber wenn man es jetzt dreht, ja, was will der Schmerz mir sagen? Dann geht es ums Einverstandensein, weißt du? Dann kommen wieder die Werkzeuge aus der Holo-Kiste, ja? Genau. Einverstandensein. Willst du dich aufregen, machst du den, versaust du dir den Tag? Ja? Genau. Und ändern, gut, ich kann jetzt irgendwas, was mir gut tut, eine Wärmflasche oder so kann ich machen oder mich hinlegen und. Ja? Ja. Und da hat der Peter gesagt, weil wahrscheinlich wurde das durch mich gesprochen, nur für den Peter. Ja, ja. Habe ich so ein Empfinden gehabt, weil wir auch sehr viel gelacht haben während des Gesprächs. Ja. Und dann sagt der Peter, also ich fühle ganz genauso, was du da gesagt hast, also so ähnlich, aber das ist nochmal ein Sinn, darüber nachzudenken, weißt du, weil der Peter will es ja weghaben, vermute ich mal. Ja. Das ist ja genau das Schlimmste, was machen kann. Es ist da, es ist für uns da, weißt du? Genau, das so sehen wir es auch. Schau mal, ich bin ja jetzt, werde ja 80, ich verliere viel Haare. Jetzt gehen wir in die Symbolik. Viele Gedanken sind nicht mehr up to date, verstehst du? Also die können verschwinden. Ja, genau. Die jetzt verrückt werden oder was? Nein, ich mit der Symbolik. Ja, dann habe ich, wahrscheinlich muss ich einen größeren Eingriff in meine Zähne machen, weil sich diese Kiefergeschichte auch verändert, sich, der Körper verändert sich. Ja. Das ist so, wenn ein Haus ein paar Zentimeter tiefer ist und dann sinkt. Passen die Dinger nicht mehr aufeinander. So. Und was sind Zähne? Zähne sind Shin, eine neue Logik. Ja, genau. Also da muss ich, für mich kann ja nicht so gut auffächern, aber da muss ich für mich dann oftmals lachen, weil es so stimmt in der ausgedachten Wirklichkeit, weißt du? Genau. Aber das Schöne daran ist, in meiner Beobachtung, mir macht das überhaupt nichts aus. Also ich bin wirklich, ich sage immer, dem Himmel, glaube ich, sehr, sehr näher, als dass ich hier unten noch irgendwo mich aktiv verhalte oder so. Ja, genau. Im Vorhof. Ja, im Wartezimmer. Ja, das habe ich gesagt. Im Wartezimmer. Nachdem wir uns überraschen lassen sollen, finde ich sowieso das Schönste, weil wir wissen nicht, aber der Plan steht ja schon längst fest, ja? Also können wir uns wirklich zurücklehnen und uns überraschen lassen, weißt du? Und, und dann, ich finde, diesen Punkt, wo wir jetzt im Buch stehen, ist eigentlich für mich der schönste, der je da war. Ja, muss ich auch sagen. Auch mit den Einschränkungen. Ja, sowieso. Genau so ist es, ja.
Auf die anderen Dinge, die sind abgearbeitet. Da würdest du nicht um keinen Preis der Welt noch zurückgehen. Weißt du? Ja. Und das finde ich so gigantisch, wie so ein Buch, ein Lebensbuch, sich eigentlich, wenn man es irgendwo halbwegs versteht, von alleine ergibt und auch erlöst. Weißt du? Und da hat Holofeeling natürlich noch so den letzten Rest gegeben, weißt du, dass da also Beispiele kamen, die ich in der Form auch noch nicht kannte. Ja, ja. Aber ich habe sie angewendet, denn nur was ich anwende, kann ich ja letztendlich für mich bestätigen, weißt du? Ja, 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 ja. Genau. Ja, also jetzt, das nur jetzt zu dem, man muss alt werden, um glücklich sich zu fühlen. Ja. Wirklich wahr. Ja, 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 ja. So ist es. Ja. Und was vielleicht bei dir auch, bei deinem Sohn ist oder bei unseren Kindern, irgendwo schon das Beispiel vorleben, unbedingt, dass die wieder möglicherweise ohne Angst in ihre ausgedachte Zukunft hineinwachsen können und sagen, die haben uns das schon vorgelebt. Genau. Das ist der Weg. Genau. Ne? Weißt du, in der Erziehung habe ich damals für sehr wichtig, gerade schon lange unterwegs, weißt du, in dieser Richtung. Ja. Ich das, was ich für sehr, sehr wichtig halte, dieses über den Tod zu sprechen. Ja. Ja. Weil da musst du eigentlich mit einem sehr schwierigen Thema, einem Kind, eigentlich sehr viel schon in einem Paket erklären. Und da gab es ja damals die Kübler-Ross, ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist. Ja. Und die war ja eine der ersten Sterbeforscherinnen in Amerika mit Kindern und. Ja. Die gibt so kleine Büchchen und Heftchen. Und da hat mein Sohn, und da habe ich gemerkt, es ist richtig geführt, da ist er so drauf angesprungen auf Kübler-Ross. Mhm. Und er kann heute, der ist jetzt 51, wird da, kann heute, wenn in seinem Umfeld jemand die Eltern verliert, was ja nahe ist in dem Alter, weißt du, tut der die Kübler-Ross in Englisch-Ausgabe natürlich, verschenken, ja, weil die sollen sich in so einer Situation, bist du besonders aufnahmefähig, weißt du, wenn du einen Teil verlierst. Ja. Und das Kübler-Ross ist sehr leicht zu lesen auch. Genau. Mhm. Und ich sag das dann nicht, aber es freut mich innerlich so unheimlich, dass der das verstanden, ich sag jetzt mal verstanden hat. Weißt genau. Du? Und da hast du völlig recht, das Vorleben ist die beste Erziehung. Das ist es. Man kann das auch Fehler machen, weil wir sind auch nicht komplett. Ja. Ja. Aber Vorleben A und O. Ja, meine ausgedachte Mutter hatte mein Stammbuch hineingeschrieben, Erziehung ist Beispiel und Liebe. Das war ein Spruch, der mich immer begleitet hat. Ja. Und jetzt sieht man das natürlich auch schon, die Früchte. Ja, ja. Bis zu den Enkelkindern. Ja. Gell? Ja, ja. Also, natürlich nicht auf beiden Seiten, weil beim Sohn schaut es ein wenig anders aus. Er bekämpft uns nicht, überhaupt nicht. Er ist ganz lieb, aber er will von dem allen nichts wissen. Mhm. Und wenn keine Fragen kommen, reden wir nicht von selbst. Also, gell? Das ist ja alles nur eine Lernaufgabe jetzt für euch, wenn so ein Verhältnis da ist. Ja. Und dann würde ich auch sagen, dass man auch trotzdem den Sohn respektiert in der Art, wie er ist. Ja? Genau. Und dann muss ich mich halt einstellen und dann möglichst solche Themen an dem Tag, wo er da ist, nicht sprechen. Gell? Genau so. Mhm. Ja. Und dann läuft es auch auf eine freundschaftliche Basis hin und keine Diskussion. Das bringt ja eben. Überhaupt. Na, überhaupt nicht. Ja. Ganz, er spürt auch unsere Liebe, es ist halt die blaue Zuneigung. Ja, gut. Aber für alle auf seiner Seite und bei der Tochter schaut es eben anders aus. Die ist also ganz mit ihrer Familie ganz auf Holofeeling. Ne? Die beiden sehe ich gerne in Selbstgesprächen. Ja, genau. Die passen so super zusammen, ja. Ah, ja. Also, das unheimlich, also so kommt es rüber, unheimliche Harmonie. Ja, bei den beiden, ja. Ja, so leben sie es auch.
Genau. Aber die, nochmal, die Kinder, ich weiß nicht, ob ich ohne Holo-Feeling wenn man ein Kind aus dem Haus gibt, also wenn er wirklich nach, jetzt Amerika ist ja nicht um die Ecke, ich das so gut vertragen hätte ohne Holo-Feeling. Ja. Dem ganzen Studieren vorher, weißt du? Ah, weil da habe ich auch an mir gemerkt, stopp mal, es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja. Und die Praxis, da muss man wirklich, und wenn man es mit Gewalt macht, man muss in die Praxis gehen, sonst vorher weiß man es nicht. Genau, genau das, so ist es. Aber so. Das ist halt hart, ne? Ja, das denke ich mal auch, ja. Aber wie gesagt, da ist dir ja rechtzeitig Hilfe angeboten worden. So, ohne die Hilfe mein ganzes Leben lang, toll, ohne diese Hilfe aus mir, ich wüsste gar nicht, wäre nichts rausgekommen. Also da muss ich sagen, ich fühlte mich schon sehr früh immer geführt. Ja? Ja. Und diese Führung kann der Mensch hier, dieser Affe, kann das gar nicht vollbringen. Ja. Und das ist auch ein Glück, das ist ein für mich. Ja, wir waren auch Suchende, also eigentlich der Tony. Ja. Ich bin nur überall überall weit dabei. Und überall habe ich gesagt, na, da fahre ich nicht mehr hin, das gefällt mir nicht, das spricht uns nicht an und so weiter. Und dann sind wir neu nach Almena das erste Mal. Und der Satz, den Weg müsst ihr alleine gehen, der hat bei mir eingeschlagen. Sage ich, das ist es. So ist es. Er hätte gar nicht mehr sagen brauchen. Das war für mich die Initialzündung. Ja. Okay. Ist auch so, weil das ist alles, diese sogenannten Gurus, die es ja sehr viele gibt, wollen eigentlich die Menschen abhängig von sich machen, weißt du? Ja. Und ein wirklicher Guru, der wird jahrelang unterrichten, aber irgendwann wird er sie alleine lassen. Ja. Aber nicht, weil er sie nicht liebt, sondern weil er sie liebt. Weil er sie liebt. Weil er sie liebt, genau. Genau. Das ist der Unterschied zwischen roter und blauer Liebe. Ja. Aber die meisten, wenn der Guru die Gruppe verlässt, tun die meisten nicht mehr weitermachen. Weißt du, die sind so an den fixiert. Genau. Das ist natürlich auch nicht richtig, wenn man jahrelang jetzt beim Guru ist, muss man auch darauf hinarbeiten. Dass man kann ja die rote Liebe ist ja, die ist immer da, weißt du? Wenn du aber die blaue Liebe hast, dann brauchst du Bestätigung und Händchen halten. Und Führung, genau. Genau. Genau, so ist es. Aber das lässt der Udo ja gar nicht zu. Na, überhaupt nicht. Mit den Worten immer sehr geradeaus. Ja, und das ist genau das, was wir brauchen. Naja, und die einen brauchen es, wir, ne? Also wir Geist. Und die anderen sagen, na, das will ich nicht. Ich will eine Gruppe um mich. Ich will mich austauschen können. Ich brauche mich. So ein Gespräch, wie es sich jetzt ergibt mit dir, ist ganz etwas anderes. Ja. Aber dieses Geschwätz, das haben wir also komplett abgelegt. Ja. Habe ich nie gemacht. Weil es bringt wirklich nichts, weil auch jetzt in dieser Gruppe, habe mich so zurückgehalten, ich habe noch nicht einmal einen Beitrag in dem Chat da geschrieben, weil ich ja schon sehr oft auf Seminaren war. Ich sehe ja, wo der Trend hingeht, da. Man tut sich groß machen, was man alles kann und, verstehst du? Ja. Ich war noch nicht einmal auf so ein, wie heißt das, wenn die Esoteriker so Messen besuchen. Puh, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst. Da würde ich nie hingehen. Nie. Weil der Weg ist, egal in welche Richtung man geht, der Weg ist immer ein einsamer Weg und ein, den du alleine gehen musst. Das kann man überall bei sehr
hochwertigen Büchern wirst du das immer lesen können. Ja. Und wenn das erst zum Schluss vom Buch erfolgt, ja, aber du wirst, wenn du das Buch abgearbeitet hast, wirst du das Bedürfnis haben, jetzt nur noch keine Ablenkung zu haben und nur noch das in dir, weißt du, das ist einfach so. Ja. In mir zu leben. Ne? Ja, nur ja. Das, ja. Das da. Genau. Was hast du? Pastor Hammer. Ach so. Ah, da hat irgendwer angerufen. Ja, Udo, Udo wollte noch einmal dazu. Nimm ihn dazu. Geht das da unten? Ja. Schau mal. Ach so. Der Toni hat nur gelesen, verpasster Anruf von Udo. Aber ich habe das nicht gelesen. Ja. Nein. Ist ja wurscht.